meine Damen und Herren, packen wir es an, oder? Jetzt ist draußen dunkel, jetzt wird es lustig, frisch, frei, fröhlich. Gehen wir jetzt in die zweite Runde über. Ich kann sagen, es ist viel spannender, als es gerade schon war. Ich brauche jetzt für Sie auch keine Einführung mehr. Ne? Was wir mit der Biophysik jetzt hier erreichen wollen, das habe ich versucht, Ihnen zu erklären. Es geht also nicht um Wasser und Salz als Produkt, es geht um Wasser und Salz von der Fähigkeit her, ne? Von dem, was es letztendlich uns vermitteln kann. Und da ich ja jetzt hoffe, dass ich das Ihnen so vermitteln konnte, dass Sie eigentlich verstehen, worum es geht, brauchen wir auch beim Salz nicht mehr diese notwendige Einführung, weil es sich da um die gleiche Thematik handelt. Salz wäre nämlich mindestens mal dem Wasser gegenübergestellt unser wichtigstes Lebensmittel Nummer zwei, gleich nach dem Wasser. Denn Wasser und Salz ist ja das, was Ihren physischen Körper aufmacht. Bevor ich direkt darauf eingehe, und ich werde es Ihnen als eine schöne Geschichte erzählen, weil es ist ja schon fortgeschrittene Stunde, das machen wir dann so wie bei den Kindern, wenn sie ins Bett gehen. Ne? Ich erzähle Ihnen nämlich jetzt gleich die Geschichte vom weißen Gold zum weißen Gift. Das ist leider eine traurige Geschichte. Ich hoffe nicht, dass Sie Albträume haben. Aber ich werde es Ihnen mal als eine Geschichte verpacken. Bevor ich das jetzt grundsätzlich mache, möchte ich noch ein paar Sachen oder ein paar Dinge in eigener Sache sagen, und zwar bezogen auf unser Institut. Wir kriegen extrem viele Anfragen von Ihnen oder eben Menschen, die sich für diese Thematik interessieren. Und das finden wir auch wunderbar, aber es ist schon fast zu einem Problem geworden. Es ist ein positives Problem, aber schon fast ein Problem insofern, dass wir mehr Anfragen bekommen, als wir rein physisch an einem 24-Stunden-Tag eben wieder bearbeiten können. Ich selber habe selbst über 2500 unbearbeitete Anfragen, weil ich einfach dem so nicht mehr nachkommen kann. Mittlerweile ist es aber so, dass wir ein Netzwerk dabei sind zu gründen, ein Netzwerk von den Menschen, die auch im therapeutischen Sinne ja damit arbeiten. Und das soll ja auch wichtig für Sie sein, denn die Anfragen, die wir immer bekommen, gehen oft dahingehend, an welchen Therapeuten kann ich mich wenden? Welcher Arzt arbeitet mit dieser Methodik? Hilft das auch bei dieser oder jener Krankheit? Nun generell muss ich dazu sagen, 80% der Fragen, die wir von Ihnen bekommen, sind letztendlich irgendwo auf uns bezogen wieder die gleichen Fragen. Und somit haben wir uns auch die Arbeit gemacht, das alles mal literarisch zusammenzufassen. Unser Institut war ja schon länger daran, ein entsprechendes Buch zu dieser Thematik zu veröffentlichen, dass man eben auch einen Literaturverweis hat. Über Wasser gibt es sehr viele Bücher mittlerweile, auch vom biophysikalischen Aspekt her betrachtet. Sie sehen mal alles, was hier so hinten steht, dieser ganze Turm, den ich hier dabei habe, das wäre jetzt alles nur über Wasser, größtenteils über lebendiges Wasser, ist alles in den letzten Jahren erschienen. Also Sie sehen, da tut sich einiges in diesem Bereich, auch was die Aufklärung anbetrifft. Über Salze oder Salz an sich gibt es in biophysikalischer Hinsicht eigentlich fast gar nichts. Es gibt einige Bücher über Sole oder Salzkuren, mehr im kosmetischen Sinne oder bei Hauterkrankungen, die aber eigentlich diese ganzen Problematiken immer nur chemisch oder chemisch-analytisch erklären, aber doch nie biophysikalisch aus dem Standpunkt der Geometrie, aus dem Standpunkt der Biophysik. Und diese Lücke möchten wir gerne schließen. Ich muss dazu sagen, fast schon eine Entschuldigung, insofern ich bin kein Schriftsteller. Na, und darum geht das auch oft alles nicht so schnell. Wir hätten es gerne schon fertig. Wir werden das aber auch entsprechend filmisch dokumentieren. Also nicht nur, dass heute hier gefilmt wird, sondern es erscheint auch ein Dokumentarfilm dazu. Dazu wurde auch entsprechend im Himalaya gefilmt, dort, wo die Salze herkommen, in Heilstollen und dergleichen, mit vielen Interviews entsprechender Wissenschaftler und Ärzte, die Stellung zu dieser Thematik nehmen. Eine Essenz, also 30 Minuten der Essenz dieses 90-Minuten-Films wird dann auch im Fernsehen, im Herbst im Fernsehen erscheinen, wahrscheinlich auf RTL. Den genauen Sendetermin haben wir noch nicht. Sollten Sie sich grundsätzlich für die Thematik interessieren, bitte wenden Sie sich nicht direkt an uns. Wir können nicht mal mehr, jetzt sage ich, unsere Adresse oder Rufnummern herausgeben, weil wir wirklich überlastet sind und einige Monate brauchen, um das aufzuarbeiten. Aber wenn Sie Interesse an der Thematik haben, machen Sie es doch so, tragen Sie sich vorne beim Paul oder beim Franz mit Ihrer Adresse ein. Sie werden automatisch darüber informiert, was wir in diesem Bereich tun, was es Neues gibt, wo es Veröffentlichungen geben wird, welches Netzwerk entsteht und dergleichen. Und dazu möchte ich Ihnen auch jemanden vorstellen, der für Sie, möglicherweise für die, die im therapeutischen Sinne zukünftig da mehr Informationen bekommen möchten, möglicherweise sehr wichtig werden kann. Ich sagte Ihnen ja, wir haben so viel positive Resonanz in letzter Zeit durch diese Thematik erhalten, so natürlich und so einfach, wie sie ist, dass sogar viele Schulmediziner, und das freut uns umso mehr, letztendlich nach dieser Methodik wieder arbeiten und das sehr erfolgreich. Es sind also mehr als 65 Schulmediziner deutschlandweit, die nach schulmedizinischer Objektivität und
trotzdem aber auch mit ganzheitlichem Denken nun diese einfachen Methoden mit großem Erfolg bei ihren Patienten durchführen. Ne? Auch wenn es doch oft so ist, dass wir immer gerne auf die Schulmediziner schimpfen, ich möchte es nochmal sagen, es geht nicht um den Schulmediziner in der Kaste, in der er steckt, sondern um den Idealismus, den er selbst vertritt. Und dabei möchte ich Ihnen gerne eine wunderbare Schulmedizinerin vorstellen, die Frau Dr. Barbara Händel, die ist auch heute hierher gekommen und diesejenige nicht nur sehr bekannt, sondern in dem Fall auch sehr erfolgreich mit dieser Methodik arbeitet und wir werden in Zukunft sehr viel in dieser Richtung zusammenarbeiten. Insofern für uns ist es wichtig, dass wir jetzt nicht nur die wissenschaftlichen Aspekte darstellen, sondern auch das, was für Sie ja dann praktisch sein wird, die praktischen Erfahrungswerte, die schulmedizinischen Aspekte. Wie kann ich das einsetzen oder umsetzen? Bei welcher Krankheitssymptomatika sollte ich was beachten und dergleichen? Und das Buch, das erscheinen wird, das haben wir letzte Woche noch beschlossen, werden wir sogar als Co-Autoren veröffentlichen, sodass wir nicht nur über die Wissenschaftlichkeit dessen, was ich versuche Ihnen hier zu vermitteln, berichten können, sondern eben auch über die medizinischen und über die schulmedizinischen Aspekte gerade. Denn da ist eben dieser wichtige Schulterschluss notwendig und man kann wirklich sehen, dass sich da einiges tut und es hängt tatsächlich von Ihnen ab. Denn letztendlich haben Sie dazu beigetragen, dass Sie ja ständig danach fragen und dazu geführt hat, dass wir wirklich in dieser Richtung immer weiter und immer erfolgreicher arbeiten können. Denken Sie ganz einfach mal nur an das Bio-Obst. Ne? Warum gibt es Bio-Obst wieder? Bio-Obst gibt es ja nicht, weil irgendein findiger Bauer jetzt auf die Idee gekommen wäre, hier eine Marktlücke zu schließen, zu sagen, naja, jetzt machen wir halt mal wieder Bio-Obst, schauen wir mal, ob es einer kauft. Sie waren es doch letztendlich, weil Sie immer wieder vielleicht in Ihrem Laden, im Bioladen, im Reformhaus oder sonst wo nachgefragt haben, haben gesagt, warum muss das gespritzt werden? Warum muss das bestrahlt werden oder dergleichen? Ne? Die wenigsten wissen, dass nach deutschem Lebensmittelrecht eine Orange als frische Orange zählt, solange sie nicht älter ist als 5 Jahre. Können Sie sich das vorstellen? Eine selbst 5 Jahre alte Orange zählt noch nach deutschem Lebensmittelrecht als eine frische Orange. Was macht man mit solchen Orangen? Die werden erst mit solch Wellenlängen bestrahlt, dass letztendlich sie nicht mehr ausreifen kann. Na, da tut man sie wie in einen Schockzustand versetzen und dann meinetwegen 3 Jahre später kriegt sie wieder ein anderes Strahlungsverhältnis, dass sie wieder weiterreifen wird. Und das kriegen sie dann auf ihren Tisch. Dann wissen sie gar nicht, wie alt ist eigentlich die Orange, die ich da esse. Sprich, deshalb greifen sie wieder auch auf Dinge zurück, die aus ihrer Umgebung kommen. Umso näher sie dran sind, umso eher wissen sie, was sie da bekommen. Aber dazu müssen sie eben diese Idealisten, die das auch machen, unterstützen. Und schon alleine aufgrund von Angebot und Nachfrage geschieht das doch, ne? Wenn Sie Ihren Kaufmann immer wieder fragen nach etwas, was er nicht hat, dann wird er spätestens nach einigen Wochen drüber nachdenken, ne? Und sagen, Mensch, dann muss ich jetzt mal meinen Lieferanten oder meinen Bauern fragen. Und der wird zu seinem Bauern gehen und sagen, du, machst doch mal dieses oder jenes Bio-Obst, weil die Leute fragen mich immer. Und dann sagt er, na ja, gut, dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr machen wir mal auf dem Hektar da drüben das oder jenes, wonach die Leute fragen. Und das hat dazu geführt, dass sie wieder das bekommen, was sie auch bekommen sollen. Also die Macht liegt tatsächlich bei Ihnen. Aber da dürfen Sie nicht warten, bis der Nachbar aufsteht und was unternimmt. Machen Sie es selber, aus eigenem Impuls heraus. Und machen Sie es nicht, weil es Ihnen wer anders erzählt hat und Sie selbst nicht verstehen. Machen Sie es, weil es von innen her kommt und weil Sie es dann wieder gerne tun. Und gehen Sie auch so mit Ihrer Nahrung wieder um. Wir sagen immer so gerne, ein liebevoll zubereitetes Pausenbrot enthält mehr Energie, sogar messbare Energie, als ein 5-Gang-Menü von einem 5-Sterne-Koch, der nicht bei der Sache war. Warum hat man früher sein Essen gesegnet oder gebetet, um in Resonanz zu treten? Das hat jetzt gar nichts mit der Religiosität zu tun oder dem Religionssystem, sondern wieder eins zu werden, im Einklang mit dieser Natur zu stehen. Und da ist es doch oft so, dass wir dann ausgerechnet immer die Bauern verurteilen, weil man dann immer sagt, mei, die dummen Bauern, was wissen die schon? Und ausgerechnet sind es doch oft gerade die Bauernregeln, ja, die über die Jahrhunderte hinweg von einer Generation zur nächsten vermittelt wurden und die so viel tiefgründige Wahrheit in sich behalten, weil sie einfach noch die Sensibilität zu dieser Natur haben, ja? Im Rhythmus der Natur, mit den Mondrhythmen, um Ihnen ein Beispiel dazu zu geben, wir haben das mit dem Wasser gemacht, ne? Wir haben Wasser an unterschiedlichen Tagen abgefüllt, einmal an Vollmond und dann das Konträr davon,
gleiche Quelle, an Neumond und haben dann diese Wässer nicht nur biophysikalisch untersucht, sondern in erster Linie einfach mal chemisch-analytisch untersuchen lassen. Nun, was hat sich dabei herausgestellt? Wir haben dem zu untersuchenden Institut natürlich nicht gesagt, dass das eine Vollmond- und eine Neumondabfüllung ist, sonst hätten die uns möglicherweise ausgelacht. Ne? Wir haben einfach nur gesagt, hier sind zwei Wässer, bitte untersuch die mal. Und es ist nicht interessant, dass wir dann sogar schriftlich bestätigt bekommen haben, dass es sich um zwei verschiedene Wässer von zwei verschiedenen Quellen handelt, sogar chemisch-analytisch, weil ja doch der Chemiker nur das untersucht, was er als Materie erkennen kann. Und wenn das so unterschiedlich ist, dann ist es auch für ihn ein unterschiedliches Wasser. Und doch war es ein und die gleiche Quelle und wir haben nur auf die unterschiedlichen Abfülltage geachtet. Und dann verhält sich das Wasser auch von seiner Struktur her auf einmal ganz anders. Da können Sie die Energiegradienten fast verzehnfachen, die Belastbarkeitswerte sinken gegen Null. Warum? Selbst in der chemischen Analytik feststellbar kann man erkennen, dass zum Beispiel bei Vollmond abgefülltes Wasser viel mehr natürlichen Sauerstoff trägt, dadurch bedingt weniger Stickstoff, dadurch bedingt im Wasser ja ganz andere Druckverhältnisse vorkommen und dadurch bedingt auch eine andere Mineralisierung. Wenn wir natürlich immer nur die Chemie untersuchen, dann können wir auch nur die Chemie verstehen. Wir müssen eben etwas weiter in die Tiefe gehen, so ähnlich wie bei den Untersuchungen der heiligen Wässer, ne? Wo ja eigentlich die Chemiker es immer waren, die gesagt haben, alles Scharlatanerie und blinder Götterglaube, da wird Wasser aus Lourdes untersucht, das doch so angeblich allen Menschen heilen soll. Und angeblich gibt es dort ja, und das ist sogar dokumentiert, mehr als 64.000 sogar von der Schulmedizin anerkannte Wunderheilungen. Die bezeichnet man dann halt als Wunderheilungen, weil man es sich nicht erklären kann. Aber man muss doch bestätigen, es ist tatsächlich passiert. Und wenn dann solche Chemiker dieses Wasser vergleichen mit einer anderen Quelle, die eben 50 Meter weiter nur entspringt, die ungefähr die gleiche Mineralisierung hat, aber nicht diese notwendige therapeutische Wirkung, da kommen dann eben die Aussagen her, wo die Schulmedizin oder beziehungsweise in dem Fall die Chemiker diese Aussagen tätigen, dass sie sagen, es sei Scharlatanerie, weil da sind doch die gleichen Mineralien drinnen und das eine soll heilen und das andere angeblich nicht. Da kann es ja nur der Glaube sein. Wir müssen erkennen, Wasser ist ein natürliches Homöopathikum. Nun, was ist Homöopathie? Das ja auch immer so abgelehnt wurde, ne? Wenn man sagt, mit nichts heilen, ne? Dann spätestens ab Potenz D23 ist ja auch unter dem Elektronenmikroskop von der Ursprungssubstanz, die man mal potenziert hat, nichts mehr erkennbar da. Aber geht es uns um die Materie oder geht es uns um die darin enthaltene Energieform? Denn mit jeder Form einer Potenzierung potenzieren Sie ja auch dabei den Energiegehalt. Sprich, ein homöopathisches Präparat wirkt umso hochgradiger oder nachhaltiger, umso höher es potenziert wurde. Warum? Weil ich es jetzt von der langsamen Energie, sprich der Materie, getrennt habe. Die Energien können fließen. Und das ist es etwas, was wir wieder berücksichtigen sollten. In diesem Sinne gehen wir jetzt über auf unsere Thematik Salz. Ich habe Ihnen ja gesagt, ne? Vom weißen Gold zum weißen Gift, leider eine traurige Geschichte. Und diese traurige Geschichte ist etwas, was Sie wirklich nachhaltig berühren sollte. Denn die wenigsten Menschen von uns, ja, kennen tatsächlich Salz oder haben jemals Salz gegessen. Das ist mittlerweile schon ein Generationskonflikt. Ne? Und trotzdem würden Sie jetzt alle sagen, stimmt nicht, haben wir doch im Küchenschrank stehen. Das, was Sie im Küchenschrank stehen haben, die meisten zumindest, ist kein Salz, auch wenn es oft so genannt wird. Man bezeichnet es dann gerne als Kochsalz, als Tafelsalz, als Speisesalz und dergleichen. Aber genau betrachtet, selbst chemisch-analytisch betrachtet, ist es eigentlich nichts anderes als Natriumchlorid. Ja, jetzt werden Sie sagen, ja, Natriumchlorid ist doch Salz. Nein, ist es nicht. Wenn auch Natriumchlorid der maßgebliche Bestandteil auch prozentual betrachtet im Salz darstellt, so besteht Salz im natürlichen Sinne aus noch viel mehr als nur aus Natriumchlorid, nämlich sogar chemisch-analytisch nachweisbar aus etwa 84 Elementen. Natriumchlorid sind nur zwei davon. Das heißt, welche anderen 82 Elemente sind da noch beteiligt? Und das sind nur die stabilen Isotope, wenn Sie jetzt das Periodensystem mal betrachten. Würden wir da sogar noch weiter in die Tiefe gehen, könnten wir sogar die instabilen Isotope noch nachweisen und sogar alle Elemente des gesamten Periodensystems bis zur Ordnungszahl 103 nachweisen. Und das ist doch auch unsere Ganzheitlichkeitstheorie, weil letztendlich die Natur immer dafür gesorgt hat, dass in dem natürlichen Bestand letztendlich alles vorkommt. Und es kommt doch nicht auf die Menge drauf an. Und es ist nicht interessant, dass Ihr physischer Körper letztendlich aus nichts anderem doch besteht als aus Wasser und Salz. Und wenn ich nun all die Elemente
darstellen würde, weil viele sagen, das gibt's nicht. Ne? Das kann nicht nur Wasser und Salz sein. Da sind doch noch die Elemente und die Elemente und die Elemente auch daran beteiligt. Ja, sind sie. Aber diese Elemente sind doch schon Bestandteil vom Salz. Ist es nicht interessant, dass auch Ihr physischer Körper maßgeblich aus den gleichen 84 Elementen besteht, wie das Salz, so wie es in der Natur vorkommt? Und wenn wir doch gelernt haben, dass es doch nicht das Element ist, das wir brauchen, sondern letztendlich die im Element enthaltene Information, sprich seine Wellenlänge, sein Frequenzmuster, dann würden wir doch erkennen, dass schon folgerichtig dessen im Salz, im natürlichen Sinne wohlgemerkt, all die Frequenzmuster, sprich all die Wellenlängen vorkommen, wie sie auch in unserem physischen Körper vorkommen bzw. vorkommen sollten. Sprich, sollte uns möglicherweise irgendetwas fehlen, dann wüssten wir definitiv, im Salz würden wir es finden. Auch da kommt es vor. Und das bedeutet resonante Wirkung, und zwar zu 100%. Der Schüssler hat schon 1897, das war der Begründer der Schüsslersalze, auch wenn er das nur biochemisch betrachtet hat, aber der hat schon 1897 so interessante Versuche durchgeführt und dabei feststellen können, bei der Verbrennung von menschlichen Leichen, dass wenn man die in die allerletzten Bestandteile verbrennt, also komplett einäschert und dann diese übrig bleibende Asche untersucht, feststellen kann, dass letztendlich die letzten Bestandteile, die da übrig bleiben, nichts anderes sind als die Salze, aus denen der Körper besteht. Reines Salz. Und da sollten Sie mal drüber nachdenken. Und wenn man das jetzt nicht so glauben kann, oder das so nachvollziehen kann, der sollte mal in eine moderne Müllverbrennungsanlage gehen und dann würde er verwundert feststellen, warum die Lagerhallen voll haben mit weißem Salz. Dann werden Sie alle sagen, ja, wofür braucht man denn in einer Müllverbrennungsanlage Salz? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Das braucht man nicht, das bleibt übrig. Das ist der letzte Rest der Materie, die übrig bleibt. Die Salze, aus denen alles mal materialisiert wurde. Dieses Salz will natürlich keiner mehr essen, weil man dann sagt, es stammt von verbrannten Babywindeln und dergleichen. Aber das ist es, was die Materie darstellt. Und so stellt auch Salz einen platonischen Körper dar. Das Wasser ist ein Tetraeder, der Quarz ist hexagonal aufgebaut. Und Salz wiederum stellt den Kubus dar, einer der fünf platonischen Körper, ein perfekter Würfel. In diesem Würfel, in diesem Kristallgitter eingebunden sind nun all die Frequenzmuster, die sich aufbauen, wenn sich nun ein Kubus kristallisiert, sprich materialisiert. Nun machen Sie es doch mal wie in der Schule, stellen Sie sich mal so einen Würfel, meinetwegen aus Pappendeckel vor und jetzt machen Sie diesen mal flächig, blättern Sie ihn auf. Was bekommen Sie dann? Ein Kreuz. Geschlagen an dieses Kreuz der Materie. Verstehen Sie diese Mythologie, die dahinter steckt? Ist es nicht Sinn und Zweck unseres Lebens, durch unser Denken, durch Bewusstwerden, uns wieder von der Materie zu trennen? Und dass das Salz letztendlich durch seine Wirkung in der Lage ist, unserem Bewusstsein das zu vermitteln, was wir überhaupt Bewusstsein nennen? Wussten Sie, dass Sie nicht einen einzigen Gedanken tätigen könnten, wenn Sie kein Salz in Ihrem Körper hätten? Früher hat man nicht das oder die Speisen gesalzen, damit salziger oder schmackhafter schmeckt, sondern damit wir denken können. Und denken Sie mal ein bisschen über die Mythologie nach. Ne? Weißes Gold, warum war es denn weißes Gold? Das weiße Gold der Erde, du bist das Salz der Erde. Weihwasser wurde purifiziert, ne? Um es reinzuhalten, aber um ihm auch einen bestimmten Schwingungscharakter zu vermitteln. Taufwasser beim Baptistentum, um dem Kind das mit aufs Leben, auf die Wiege zu geben, was letztendlich in ihm steckt, das zu fördern. Salzkriege, Salzrechte und Salzstraßen und die gesamte geografische Verteilung Mitteleuropas basiert letztendlich auf der Monopolstellung von Salzen. Dieses Salz der Erde, dieses weiße Gold der Erde, das, was die Alchemisten als ein fünftes Element bezeichnet haben, weil man es nirgendwo einordnen und mit nichts vergleichen kann, ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Substanz, selbst wenn wir dieses nun von der atomaren Struktur her uns mal anschauen, dann können wir erkennen, dass der atomare Aufbau vom Salz im Gegensatz zu ganz allen oder anderen Elementen oder Kristallen, in dem Fall, die sich kristallisieren, nicht molekular sich darstellt, sondern elektrisch. Was bedeutet das? Wenn Sie einen Bergkristall doch ins Wasser hineinlegen und nehmen ihn nach 10 Minuten wieder heraus, dann ist es doch immer noch ein und der gleiche Bergkristall. Selbst wenn Sie jetzt den Schwingungscharakter Ihres Wassers damit positiv beeinflusst haben, so hat sich doch der Kristall, der Quarz, nicht verändert. Würden Sie das mit einem Salzkristall tun, dann würde dieser sich doch möglicherweise, je nachdem wie viel Wasser Sie dem Ganzen zugeben, vollständig auflösen. Auf einmal ist er weg.
Und was haben Sie jetzt kreiert? Eine Sohle. Etwas vollständig anderes. Das Wasser ist nicht mehr das Wasser, das es vorher einmal war. Und das Salz ist auch nicht mehr da. Die Sohle ist die sogenannte dritte Dimension, die daraus jetzt entstanden ist. Und auf einmal entstehen Leitfähigkeiten. Und würden Sie jetzt aber wiederum das Wasser verdunsten, was kriegen Sie wieder zurück? Salz. Und diese Wechselwirkung, die da entsteht, dieses ständige Vor und Zurück, die sorgt dafür, dass Salz Neutralkraft hat. Und dadurch können wir mit Salz im Prinzip alles ausgleichen. Nicht nur im Körper oder am Körper, sondern sogar außerhalb unseres Körpers. Da liegt eigentlich die große Macht des Salzes verborgen. Ne? Schwingungsverhältnisse können vollständig neutralisiert werden. Ne? Sie kennen das von den Bauernregeln. In der Hochzeitsnacht, wenn die dann das neue Haus beziehen, was haben die gemacht, bevor die ins Bett gehen? Und Energien austauschen. Alle Räume salzen. Ne? Warum haben die diese Räume gesalzen? Früher sagte man, ja, um die bösen Geister zu vertreiben. Die bösen Geister von damals sind die negativen Schwingungen von heute. Sie können selbst Strahlungsverhältnisse mit nichts anderem als der kristallinen Struktur von Salz neutralisieren und vollständig verändern. Die Industrie macht sich das doch heutzutage entsprechend zunutze. Überlegen Sie doch mal, warum man vom Gesetzgeber her es erlaubt, dass die Industrie in diesem Falle atomaren Restmüll immer in stillgelegte Salzlagerstätten einfährt, wie Gorleben und dergleichen. Warum macht man das? Interessanterweise, weil man auch hier erkannt hat, dass man selbst radioaktive Strahlung, das ist auch nichts anderes als nur eine Wellenlänge, wieder ausgleichen kann. Ich kann es wieder neutralisieren. Und dieses Geheimnis steckt eigentlich hinter dem Salz, aber gebunden an seine Struktur. Und da müssen wir wieder in die Mythologie zurückkehren. Na? Vorhin haben wir doch über heilige Wässer gesprochen. Und wir haben erkannt, dass heilige Wässer, der Name heiliges Wasser oder heilig, doch seinen Wortursprung im Heilen hat. Nun, das Heilen oder das Heil an sich hat auch einen Wortursprung. Der Wortursprung des Wortes Heil liegt nämlich im keltischen Ursprungswort, dem Hall. Nun ist es doch interessant, dass das keltische Ursprungswort unserer deutschen Sprache für das, was wir heute als Salz bezeichnen, immer das Hall war. Und deshalb erkennen wir es ja noch in all unseren Städtenamen dort, wo man Salz gefunden hat. Ne? Hall, Hallein, Schwäbisch Hall, Friedrichshall, Bad Reichenhall, Reich an Hall. Ne? Viel Salz hat man dort gefunden. Wir nennen es ja nur deshalb Salz, weil wir das vom Römisch-Lateinischen abgeleitet haben. Aber unser keltisches Ursprungswort ist das Hall. Nun, dieses Hall hat auch eine Bedeutung, und zwar eine sinnhafte Bedeutung. Ne? Lassen Sie mal dieses Wort ein bisschen auf der Zunge zergehen. Hall, 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 der Schall, die Schwingung. Das bedeutet wörtlich übersetzt sinnhaft nichts anderes als Schwingung. Und hätten wir dieses Wort bis in unsere heutige Zeit sinnhaft übernommen, dann würden Sie am Mittagstisch nicht sagen, na, möchtest du etwas Salz haben? Wir würden sagen, möchtest du etwas Schwingung bekommen? Weil man schon damals aus der Sensibilität heraus wusste, dass im Salz jedes Schwingungsverhältnis steckt, das auch den physischen Körper aufbaut. Wir kennen es letztendlich bis zum heutigen Tag noch, dass wenn Sie zum Beispiel sehen, wenn ein Staatsoberhaupt Polen bereist, was bekommt er, wenn er aus dem Flugzeug aussteigt? Einen Laib Brot und Salz als Gastgeschenk, als Geschenk der Freundschaft. Ne? Mit dem Sie das Salz am Tisch teilen, mit dem gehen Sie eine Freundschaft ein. Warum? Weil Sie jetzt mit ihm auf einer Wellenlänge sind. Ne? Wir gleichen uns wieder aus. All diese Mythologien sollten uns zum Nachdenken bewegen. Und wenn wir heute Salz dazu sagen und das aus dem Römisch-Lateinischen ja abgewandelt haben, dann hat auch das seinen Wortursprung. Ne? Sal vom Römisch-Lateinischen bis zum heutigen Tag, Salare, das Gehalt, Salary im englischen Sprachgebrauch, das Monatseinkommen nennt man noch so. Einem römischen Soldaten war Salz, dieses weiße Gold als Gehalt lieber als alles Geld und Gold, denn wir wären alle elend zugrunde gegangen, wenn wir dieses notwendige Quäntchen Salz doch nicht gehabt hätten. Ne? Die sogenannten Kreuzzüge, erinnern Sie sich an dieses Kreuz, die hat man nicht durchgeführt, um Jerusalem von den Heiden zu befreien, sondern die hat man durchgeführt, um sich die Salzrechte am Toten Meer zu sichern. Ne? Wir müssen nur die Geschichte richtig verstehen, dann verstehen wir die Wichtigkeit und die Bedeutung dieses weißen Goldes. Und dieses Sal wiederum ist abgeleitet im Römisch-Lateinischen von dem Wort Sol. Sol bedeutet aber wiederum die Sohle. Ne? Die Sohle ist aber nichts anderes als Wasser und Salz. Ne? Und was bedeutet denn Sol im Römisch-Lateinischen? Beziehungsweise im Italienischen, jemand, der schon mal in Italien war, der weiß das, die Sonne.
Sole ist nichts anderes als flüssiges Sonnenlicht. Flüssiges Sonnenlicht. Und es ist das Sonnenlicht, die Biophotonen, die Lichtquanten, das, was letztendlich ihr Dasein ausmacht, das, was das Licht wieder letztendlich in ihre Adern transportiert. Und dann ist es trotzdem so, dass wir immer wieder nachweisen können, dass die meisten Menschen unter Salzarmut leiden, also kein Licht in ihren Adern haben, obwohl sie unter einer Natriumchlorid-Überbelastung zusätzlich leiden. Das ist nämlich so, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Hier haben wir nämlich die Ganzheitlichkeit verlassen. Wo kommt denn das Salz der Erde her? Was ist denn da geschehen? Vor Millionen von Jahren, bis 250 Millionen Jahre zurück, da hat sich mal ein Urmeer ausgetrocknet. Ne? In diesem Meer, in diesem, wo ja alles aus Wasser und Salz besteht, das jetzt durch Sonneneinstrahlung ausgetrocknet wurde, konnten sich letztendlich doch all diese Salzbestandteile, also alle Elemente, und zwar alle 84, so anordnen in einem Kristallgitter, dass sie sich rekristallisiert haben. Sie haben sich materialisiert, Salz ist entstanden. Und dabei wurden all die Schwingungsbereiche, also elektromagnetischen Frequenzen aller Elemente, in dieses Kristallgitter eingebunden, als ein feststehender Informationsgehalt. Und wenn wir jetzt nur einen Tropfen Wasser auf dieses Salz geben, dann erreichen wir etwas, wo wir in der Industrie 800 Grad in einem Schmelzofen benötigen würden. Wir sind in der Lage, Natrium von Chlorid wieder zu isolieren, beides zu ionisieren. Und dabei entstehen Hydrationsenergien, und zwar implosiv wirkende. Und das ist mit der Natur gerichtet. Wir Menschen denken ja immer nur explosiv, ne? Verschwenderisch, wie wir sagen könnten. Ne? Das können Sie am Treibstoff erkennen. Sie brauchen 100% Treibstoffenergie, um letztendlich nur 13% Fortbewegung zu bekommen. Die anderen 87%, die verschwenden Sie nämlich durch Verbrennung. Explosiv, dabei entsteht Temperaturerhöhung. Die Natur macht das andersrum, implosiv, Spiralbewegung, Doppelhelix. Und das ist temperaturvermindernd. Ein gutes Quellwasser entspringt bei niedrigen Temperaturen. Warum? Weil der Anomaliepunkt des Wassers bei 4 Grad liegt. Da hat es seine höchste Dichte, da möchte es wieder hin. Und wenn wir nun einem Wasser nun wieder Salz beigeben, dann verringert sich seine Temperatur. Warum? Weil Ordnung entsteht. Entropie wird aufgelöst. Chaotische Verhältnisse werden dadurch aufgelöst und wir bekommen wieder einen perfekten Ordnungszustand, messbar in Form von Hydrationsenergie. Die größten Energiefelder auf diesem Planeten Erde entstehen dort, wo Süßwasser in Berührung kommt mit den Ozeanen dieses Planeten, sprich wo sie ins Meer einmünden. Dort haben wir die höchsten und besten ionalen Messwerte, die wir nachweisen können. Dort haben wir ein Umgebungsmilieu, das uns eigentlich wieder an das erinnern sollte, wo wir eigentlich alle herkommen. Ist es nicht interessant, dass wir im Urmeer genau die gleiche Salzkonzentration hatten, wie wir sie bis zum heutigen Tag noch in unserem physischen Körper haben, nämlich 0,97%? Welch ein Zufall! Und ist es nicht ein Zufall, wie man so schön sagen könnte, oder dass sich der liebe Gott vielleicht was dabei gedacht hat, dass im Salz ausgerechnet die gleichen Elemente vorkommen wie in unserem physischen Körper? Und jemand, der das nicht nachvollziehen kann, der sollte sich doch bitte mal an die 9 Monate vor seiner Geburt erinnern. Ne? Manch einer kann das ja. Ne? Vom Tag der Zeugung bis zum Tag ihrer Geburt. Was ist denn da überhaupt geschehen in diesen 9 Monaten? In diesen 9 Monaten haben sie die gesamte Evolutionskette des menschlichen Daseins durchwandert. 250 Millionen Jahre menschlicher Werdegang, rein jetzt mal nur im biologischen Sinne betrachtet, aus einem Einzeller das zu machen, was sie heute sind, Mensch mit menschlichem Bewusstsein. Ja, nach 5 Wochen bereits haben sie sogar Kiemen im embryonalen Zustand, die sich wieder zurückbilden. Sie durchlaufen die gesamte Evolutionskette, um dann nach 9 Monaten als Mensch geboren zu werden. Mensch mit menschlichem Bewusstsein. Und trotzdem haben sie in diesen 9 Monaten all das durchlaufen, wie aus dem Nichts heraus entstanden. Und wo ist dieses geschehen? In einer 37 Grad warmen Lösung, nämlich dem Fruchtwasser der Gebärmutter ihrer Mutter. Dort, wo Leben entstanden ist. Viele behaupten immer zu sagen, ja, da entsteht etwas aus dem Nichts heraus. Dem ist nicht so. Da ist alles drinnen. Ich könnte Ihnen das nachweisen in einer kristallinen Sohle, ne? Wasser mit Salz vermengt. Wenn man die einem ganz bestimmten Strahlungsverhältnis aussetzt, so wie wir es auch im Sonnenlicht haben, also genügend Sonnenlicht,
auf diese Sohle einwirken lassen würden, dann ist es interessant, dass sich innerhalb von Wochen in dieser Sohle, wie wir jetzt sagen würden, aus dem Nichts oder in dem Fall aus dem Alles heraus, auf einmal Aminosäuren aufbauen. Wie ist das möglich? Eiweißbausteine, das, was eigentlich Lebendigkeit ausmacht, dort, wo das organische Leben entstanden ist, aus dem Nichts heraus. Es ist nicht aus dem Nichts, es ist aus dem Alles. Dort ist doch alles drinnen, um das aufzubauen, was wir brauchen. Und deshalb weg vom chemischen Denken, gehen Sie zurück zum physikalischen Denken. Wenn Sie ein Vitamin zu sich nehmen, ja, weil Sie meinen, Sie bräuchten dieses Vitamin im chemischen Sinne, dann laufen Sie in die falsche Richtung. Na, dann unterstützen Sie nur eine Industrie, die letztendlich mit Ihnen Geld verdient. Wussten Sie, und das ist eine Studie des Bundesamtes für Gesundheit aus dem Jahr März 2000, wo man feststellen konnte, anhand einer Statistik, dass die Bundesdeutschen mittlerweile im Durchschnitt 53 Mark im Monat für Nahrungsergänzungspräparate ausgeben. Also all die Vitamin- und Mineralstofftabletten und Pülferchen, die sie sonst so in ihrer berühmten Schublade drin haben. 53 Mark im Monat, wohlgemerkt durchschnittlich bei jedem, also den mitgerechnet, der sich gar keine kauft, weil ein anderer vielleicht mehrere hundert Mark im Monat bereits dafür ausgibt. Was bedeutet 53 Mark im Monat? Das macht einen Jahresumsatz nur in der Bundesrepublik Deutschland alleine von 48 Milliarden Mark aus. 48 Milliarden Mark, das ist die Hälfte unserer Mineralölsteuereinnahmen dieses Staates. Und da können Sie sich sehr wohl vorstellen, dass da möglicherweise ganz bestimmte Interessengruppen größtes Interesse daran haben, dass sie das schlucken. Und deshalb bringt man das ja auch immer unter diesem sogenannten Druck, uns fehlt etwas im chemischen Sinne, statt dass man uns erklärt, uns fehlt etwas im physikalischen Sinne. Und da hat man dann gern, dass sie das schlucken, weil man ihnen einredet, sie bräuchten das, um dann bestimmte Werte in ihrem Blut wieder zu erreichen. Und dabei müssten wir das Zellwasser untersuchen und nicht das Blut, ob ihnen überhaupt etwas fehlt. Ne? Und dann auf einmal verkennen wir überhaupt, worum es hier eigentlich geht. Denn wir sollten uns mal die Frage stellen, brauchen wir überhaupt Vitamine? Brauchen wir wirklich Vitamine? Biochemisch betrachtet mag man das wirklich so alles darstellen können. Das ist auch richtig, das ist keine Scharlatanerie, da gibt es wunderbare Fachliteratur, die leider Gottes oft aus der medizinischen Sicht kritiklos übernommen wird, weil man sagt, ist ja wissenschaftlich erwiesen. Ja? Anstatt jetzt dort noch weiter in die Tiefe zu gehen, würde man nämlich die gesamte Vitaminlehre einmal biophysikalisch betrachten, dann würde die gesamte Biochemie wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Ja? Sicherlich entsteht bei jedem Stoff, den Sie Ihrem Körper zuführen, egal welcher es ist, eine Wechselwirkung. Er reagiert darauf. Ne? Und würden Sie jetzt eine Ascorbinsäure zu sich nehmen, das, was wir als Vitamin-C-Präparat ja kennen, und ich würde Sie danach dahingehend biochemisch untersuchen, also einen Blutwert von Ihnen chemisch-analytisch untersuchen, dann würde ich feststellen, ja, Sie haben jetzt einen erhöhten Wert an Vitamin C in Ihrem Blut, aber hat er überhaupt seine Tätigkeit getan? Ist es nicht interessant, dass jedes Vitamin auch nichts anderes ist als nur ein Informationsträger? Es geht also nicht um das Trägermaterial, das Vitamin an sich selbst oder das, was wir als Vitamin bezeichnen, sondern um das, was es übertragen kann, seinen Informationsgehalt. Was ist denn überhaupt ein Vitamin? Viele meinen immer, das sind so ganz bestimmte Stoffe, die hat mal jemand festgestellt, denen diese Namen gegeben und die kommen halt irgendwo vor, meist in den Nahrungs- oder Lebensmitteln. Der Körper kann sie oft selber nicht produzieren, darum müssen wir sie extern zuführen. Damit schafft man doch in Ihrem Geiste schon wieder Abhängigkeit, weil Sie jetzt meinen, spätestens dann, wenn angeblich die Böden ja so ausgelaugt sind, dass sie es aus den Früchten nicht mehr bekommen können und Gott sei Dank über Nahrungspräparate ergänzen können. Ein Vitamin ist schlichtweg nichts anderes als die Molekülverbindung verschiedenster Elemente. Beim Vitamin C zum Beispiel maßgeblich Kohlenstoff, der sich zu einem Molekül verbindet, also eine Geometrie aufbaut und somit Informationsträger wird. Ist es doch aber nicht interessant, dass all die Elemente, die das darstellen, was wir Vitamine nennen, doch in Ihrem Körper vorkommen. Und ich kann es Ihnen sogar nachweisen, dass das funktioniert. Inwiefern? Ganz einfach. Ihr Körper wird doch immer so dargestellt, im chemisch-analytischen Sinne, dass man sagt, wir Menschen sind doch nicht in der Lage, Vitamin C selbst zu produzieren. Komischerweise, alle Tiere können das, nur der Mensch kann es halt nicht. Ne? Da sollten Sie auch eine gewisse Kritik üben. Nicht immer einfach alles glauben. Hinterfragen Sie mal die Dinge. Es gibt nämlich auf diesem Planeten Erde mehrere 10.000 Menschen, also nicht nur ein paar Spinner, ja,
mehrere 10.000 Menschen, die etwas ganz Außergewöhnliches tun. Und ich möchte das jetzt nicht so darstellen, als wenn das richtig oder falsch wäre. Also wollen wir es jetzt mal nicht werten. Aber es funktioniert, dass es Zehntausende von Menschen auf diesem Planeten Erde gibt, die nichts anderes tun, als nur Wasser zu trinken. Also sie ernähren sich nicht mehr feststofflich. Wie richtig oder wie falsch das ist, wollen wir jetzt nicht in Frage stellen. Das heißt, sie trinken nur Wasser, manche über Jahrzehnte hinweg, teilweise von Geburt weg. Ne? Nichts anderes, als nur Wasser zu trinken. Und wir wissen doch, und wird von den Medien entsprechend oft immer sehr niedrig gehalten oder beziehungsweise, wenn man darüber berichtet, belächelt oder sogar bewusst ins Lächerliche gezogen. Warum? Würden wir nämlich bei diesen Erkenntnissen, die ich Ihnen jetzt gleich sage, in die Tiefe gehen, würde ja die gesamte Biochemie zusammenbrechen. Denn im Wasser ist nachweisbar kein Vitamin C drinnen. Und trotzdem kann ich Ihnen nachweisen, dass diese Menschen keinen Vitamin-C-Mangel haben. Ja, wie ist denn das möglich, wenn wir doch kein Vitamin-C produzieren können? Ist es nicht interessant, dass ausgerechnet immer nur der Mensch kein Vitamin-C produzieren kann und alle anderen können das? Und wenn ich Ihnen jetzt nachweise, dass wir Tiere so ernähren wie Menschen, nämlich maßgeblich unsere Haustiere, die dann auch Konservenkost bekommen, auf einmal auch kein Vitamin C mehr produzieren können. Und wenn wir aber einen Menschen wieder so ernähren, wie er sich ernähren sollte, so wie er geschaffen ist, na, wir sind wissenschaftlich betrachtet Frugivoren, Früchte- und Körneresser, sprich wo wir uns aus der Essenz des Fruchtwassers mit seiner Struktur schon all die Energie holen, die wir benötigen, wir sehr wohl in der Lage sind, auch wieder selbst unseren Vitaminhaushalt im biochemischen Sinne darstellen können. Wir kennen das vom Vitamin B12 zum Beispiel. Vitamin B12, ein extrem wichtiges Nervenvitamin, wie man sagt, kann der Körper angeblich selber nicht produzieren, kann er aber bis zu 3 Jahre im Körper entsprechend lagern. Aber wenn diese Reservoirs erschöpft sind, könnte er möglicherweise nervenkrank werden. Und da wird doch jedem Vegetarier immer angeraten, na, wenn der schon kein Fleisch isst, weil Vitamin B12 kommt angeblich ja immer nur in tierischen Produkten vor, dann soll er wenigstens viel Milchprodukte zu sich nehmen, viel Milch trinken und dergleichen, damit er wenigstens einen Teil seines Vitamin B12-Haushaltes decken kann. Und ist nicht interessant an einer Studie von 8.000 Menschen durchgeführt, wo man feststellen konnte, also man hatte Vegetarier, Veganer und, sage ich mal, sich herkömmlich ernährende Menschen, dass man feststellen konnte, dass ausgerechnet die Veganer, also diejenigen, die nicht mal tierische Produkte zu sich nehmen, den höchsten Vitamin B12-Gehalt haben. Und wie ist das darstellbar? Weil man feststellen konnte, dass die Darmflora, wenn sie durch tierisches Eiweiß nicht belastet ist, ihr eigenes Vitamin B12 wieder aufbaut. Und da können Sie sehen, unter welchen Abhängigkeiten wir oft leben und wie oft wir die Ganzheitlichkeit verlassen und wie schnell eine Sache aggressiv wird, wenn wir die Ganzheitlichkeit verlassen, gerade im Sinne der Vitaminlehre. Weil uns ja oft dann gesagt wird, na ja gut, ich nehme zwar Vitamine zu mir, aber ja nur die natürlichen und keine synthetischen. Ja, was sind denn diese natürlich extrahierten Produkte? Na, Vitamin C wieder mal als Beispiel anzuführen, Ascorbinsäure. Na? Und diese Ascorbinsäure, selbst wenn ich sie im natürlichen Bestand jetzt aus einer Sache herausnehme, meinetwegen aus einer Frucht oder dem Maiskeim, wie wir das ja so gut kennen, dann müssen wir uns überlegen, ob dieses Vitamin als Ascorbinsäure noch überhaupt irgendwelche Informationen, sprich Energie, an uns übertragen kann oder, sollte es das nicht mehr können, möglicherweise sogar schadhaft sein kann. Eine Studie der Technischen Universität in Berlin wurde 1999 abgeschlossen, war eine 5-Jahres-Studie über die tägliche Zufuhr von Ascorbinsäure. Es gibt ja so Leute, die meinen, naja, wenn es auch nicht viel hilft, es schadet ja nicht, ne? Und schieben sich dann jeden Tag so diese Löffelspitze immer wieder hinein, wo man feststellen konnte, dass bei täglicher Zugabe vieler dieser Patienten, die über 5 Jahre hinweg diagnostiziert wurden, danach so große Löcher hatten in ihren Darmwandungen, zerfressen von dieser aggressiven Säure. Die wird nämlich aggressiv und zwar höchstgradig aggressiv, weil man ihr ja alles andere weggenommen hat, was in der Ganzheitlichkeit auch noch dazu gehört, ungeachtet dessen, dass es biophysikalisch betrachtet überhaupt keinen Informationsgehalt mehr hat. Sprich, wir haben gar nicht bekommen, was wir eigentlich erwartet haben. Wäre das Gleiche, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte mich gern mit dem Herrn hier unterhalten, ne? Aber was brauche ich denn da seinen ganzen Körper für? Ne? Der hat doch einen Mund am Kopf, da hacken wir ihm den Kopf ab, legen auf den Tisch, dann kann er uns nur nichts mehr sagen. Ja? Sprich, denken Sie immer an diese qualitativen Zusammenhänge. Und die qualitativen Zusammenhänge erkennen wir nur in der Ganzheitlichkeit. Und wenn wir diese zerstören,
ja, verkehrt sich das meistens 180 Grad Gegenteil. Und hiermit sind wir bei den fatalsten Folgen dessen, was unser Salz anbetrifft. Ne? Wenn Sie nämlich natürliches Salz zu sich nehmen, so wie es in der Natur vorkommt, ein rein kristallines Salz, wie es uns die Natur über Millionen von Jahren aufgebaut hat, dann bekommen Sie nicht nur biophysikalisch betrachtet den gesamten Informationsgehalt, woraus ja auch Ihr physischer Körper besteht, sondern auch ja im biochemischen Sinne das, was Ihren Körper zusammenhält. Ne? Der Elektrolythaushalt in unserem Körper hängt von dem Salz in unserem Körper ab. Ne? Sie kennen doch den Versuch aus der Schule, wo jemand, der Lehrer in der 5. Klasse, versucht hat, Ihnen nachzuweisen, dass Wasser keine Leitfähigkeit besitzt. Ne? Da hat er einen Stromkreis durchtrennt, zwei Kabelenden dann in ein Wasserglas gehalten und natürlich sind die Lichter nicht angegangen. Und da brauchte der doch nur eine kleine Prise Salz hinaufgeben. Und in Bruchteilen von Sekunden, ja mit Lichtgeschwindigkeit, gehen auf einmal die Lichter an. Wasser bekommt Leitfähigkeit. Und genau so brennen doch die Lichter in Ihrem Körper. Und bringen Sie mal wieder diese Lichter in Ihrem Körper zum Brennen. Und trotzdem leiden die meisten unter Wackelkontakt und das ein Leben lang. Ne? Da tut es mal hier unten weh und wenn man da mal wieder hinhaut, so wie an die Nachttischlampe, dann brennt sie mal wieder zwei Tage. Dafür brennen die anderen Lichter nicht mehr, weil es dann oben weh tut. Ne? Und etabliert sich zu chronischen Verhältnissen. Sie brauchen wieder dieses Salz der Erde und dieses Wasser der Erde und keine raffinierten Produkte, ne? Denn da zerstören wir einfach diese Ganzheitlichkeit. Sie können selber zu Hause mal einen Versuch machen. Ne? Nehmen Sie sich doch mal dieses Natriumchlorid aus Ihrem Küchenschrank, dieses wunderbare Tafelsalz, so einen kleinen Teelöffel voll, das reicht vollkommen aus. Und dann geben Sie den mal so vorne so auf Ihre Zunge rauf, komplett. Ja? Und dann schauen Sie mal so auf die Uhr, wie lange Sie das so aushalten. Da brauchen Sie aber einen Sekundenzeiger. Ne? Weil wenn Sie das länger als 30 Sekunden machen, dann haben Sie nämlich schon ein Gefühl, dass Ihnen das ein Loch in die Zunge hineinbrennt. So hochgradig ätzend und aggressiv ist dieses reinste Natriumchlorid. Und wenn Sie es dann wieder ausspucken und den Mund entsprechend spülen, dann werden Sie noch für Stunden ein betäubtes Gefühl auf Ihrer Zunge verspüren. Und sowas soll angeblich gesund sein? Na, da sollten wir schon drüber nachdenken. Und es ist ja so, dass eigentlich auch unsere Medizin mittlerweile zum Natriumchlorid oder zu dem, was wir als Salz bezeichnen, ohnehin eine negative Assoziation bekommen hat. Na, es wird uns ja eh gesagt, salzfrei zu leben oder zumindest salzarm zu leben. Und Sie werden lachen, das ist sogar noch indirekt betrachtet eine gute Aussage, weil von dem Salz, von dem wir sprechen, sollten wir wirklich schauen, dass wir so wenig wie möglich bekommen. Aber trotzdem brauchen wir doch Salz. Wir brauchen extrem wenig Salz. 0,2 Gramm am Tag würden vollkommen ausreichen. Aber die brauchen wir. Denn das Salz sorgt dafür, dass der Körper im physischen Sinne überhaupt zusammengehalten wird. Unsere Osmose funktioniert. Ne? Sie könnten 100 Liter Wasser am Tag trinken und würden trotzdem verdursten, wenn Sie kein Salz im Körper hätten. Das Salz ist es, das letztendlich das Wasser an die Zelle bindet, dafür sorgt, dass die Zelle mit Strom versorgt wird, dass das, was Sie denken, ausführen können. Ne? Gerade gedacht, ich strecke meinen Arm aus, im selben Moment tue ich das. Das schießt mit Lichtgeschwindigkeit durch Ihren Körper. Und das ist das Salz in Ihren Nerven. Ne? Natrium positiv geladen im Nerv, Chlorid negativ geladen außerhalb des Nervs. Und auf einmal entsteht eine Wechselwirkung. Ne? Das müssen Sie sich vorstellen, wie wenn so eine Schlange eine Ratte verschluckt und das im Zeitraffer. Und so schießt dieser Impuls durch Ihren Organismus und führt das aus, was Sie letztendlich denken. Und maßgeblich hängt der Salzgehalt auch davon ab, inwieweit Sie was denken. Ne? Also sprich, welchen Bewusstseinsgrad Sie überhaupt haben. Nun, dieses Salz, das finden wir überall auf dem Planeten Erde und wir haben genügend dieser Salze, die uns zur Verfügung stehen. Nicht unbedingt jetzt reine Kristallsalze, aber gehen wir mal nur vom Steinsalz aus, wie wir das kennen, als Lecksalz, als Viehsalz und dergleichen. Ne? Und mittlerweile ist es ja so, dass bis zum heutigen Tag noch viele Jäger das für das Wild im Wald nutzen, ne? Wenn sie sich die Lecksteine, also sprich das reine Steinsalz, irgendwo bei einem Salzbergwerk abholen oder die Bauern für das Vieh auf der Weide. Ne? Stellen Sie sich mal vor, und das hat ja auch Sinnhaftigkeit, wenn man dort auch schon Natriumchlorid einsetzen würde. Die Tiere würden ja alle sterben, bevor wir sie schlachten könnten. Ne? Dieses Recht ist ja nur uns Menschen vorbehalten. Ne? Wir dürfen natürlich raffinierte Produkte zu uns nehmen. Ne? Und was geschieht nun? Was geschieht tatsächlich, wenn Sie so ein raffiniert, isoliertes, chemisches Produkt zu sich nehmen?
genannt Natriumchlorid, na, das immer unter dem Deckmantel von Kochsalz, Speisesalz oder Tafelsalz vertrieben wird. Na. Man hat dem Ganzen auch noch den Namen Salz gegeben. Ist ja eigentlich im Prinzip eine Irreführung. Wenn Sie das in Ihren Organismus bekommen, dann wird schlauerweise Ihr Organismus versuchen, Sie davon so schnell wie möglich wieder zu befreien. Es hat nämlich eine hochaggressive Wirkung auf unseren Organismus. Und dafür haben wir ja Gott sei Dank unsere Ausscheidungsorgane. Maßgeblich die Nieren, teilweise auch unsere Haut. Aber in erster Linie sind es doch die Nieren, die wieder dafür sorgen würden, dass sie dieses Natriumchlorid wieder ausscheiden. Nun ist es aber so, dass wir nur eine bestimmte Menge ausscheiden können, je nach Alter, Geschlecht und Konstitution, so etwa 5 bis 7 Gramm am Tag. Mehr geht nicht über die Nieren. Ist es aber nicht interessant, dass wir im westeuropäischen Durchschnitt mittlerweile 12 bis 20 Gramm an Natriumchlorid nur versteckt über die industrialisierten Nahrungsmittel, also das ist noch kein Salz, das Sie zu Hause zusalzen, das einfach in Konserven und Fertigprodukten schon enthalten ist, weil man dort ja letztendlich dieses Natriumchlorid als Konservierungsmittel benutzt, schon enthalten ist und somit Sie automatisch mehr Natriumchlorid täglich Ihrem Körper zuführen, als Sie auf der anderen Seite wieder ausscheiden können. Das führt folgerichtig dazu, dass etwas drinnen bleiben muss. Ne? Nun, was geschieht mit dem, was da drinnen bleiben muss? Ihr Körper muss nun anfangen, Sie vor sich selbst zu schützen, ne? Vor dieser Aggressivität. Ne? Wir könnten da ein Beispiel nehmen. 2 Aquarien. Ne? In das eine Aquarium geben wir Meerwasser, wie wir das aus dem Meer kennen, mit der Meerwassertemperatur, Flora- und Fauna-Temperatur, wie sie im Meer, in den einzelnen Meeren entsprechend vorkommt und nehmen uns dann einen Fisch aus dem Meer und geben ihn in dieses Becken. In das andere Becken geben wir auch Wasser hinein und füllen dann dieses auf, entsprechend in der gleichen Konzentration wie Meerwasser, mit Natriumchlorid, mit dem, was Sie so in der Küche stehen haben. Wir werden sehr wohl und penibel darauf achten, dass wir die gleichen Milieuverhältnisse auch in diesem Becken etablieren werden. Gleiche Flora und Fauna, gleiche Temperatur, also im Prinzip alles gleich aufbauen werden. Der einzigste Unterschied ist, das ist eben ein aus Natriumchlorid kreiertes Meerwasser. Ja? Und dann geben wir auch dort einen Fisch hinein. Und dann beobachten Sie mal diese beiden Fische, was da so passiert. Ne? Und der eine in seinem Meerwassermilieu wird natürlich entsprechend quickfidel durch dieses Aquarium schwimmen. Und der andere, selbst wenn er eine gute Konstitution aufweist, so noch circa 2 bis 5 Minuten leben. Und dann ist er eben tot, hochgradig vergiftet. Und diese Fische sind die Zellen Ihres Körpers und Sie glauben, dass die in solch einem Milieu leben können, können sie nicht. Deshalb versucht ja Ihr Körper, Sie vor sich selbst zu schützen, wenn Sie ihm ein solches Produkt zuführen. Sprich, das, was Sie nicht mehr ausscheiden können, muss er jetzt nun gezwungenermaßen irgendwie neutral stellen, in ein Neutralverhältnis binden. Und das macht er in erster Linie zuerst mit Wasser. Nun ist das aber nicht irgendein Wasser, das er da benötigt, sondern Ihr Zellwasser, Ihr teuerstes Wasser, Ihr höchst strukturiertestes Wasser. Das, was die Lebendigkeit Ihrer Zelle ausmacht, muss jetzt geopfert werden, um Natriumchlorid in Ihrem Körper zu isolieren, um es zu neutralisieren. Und zwar immer die 23-fache Menge. Das heißt, jedes Gramm Natriumchlorid, das Ihr Körper nicht ausscheidet, wird gebunden an 23 Gramm. Höchst wertvolles Zellwasser und das auf Kosten Ihrer Zellen. Die müssen nämlich jetzt absterben und somit dehydriert Ihr Körper. Er trocknet aus und irgendwann sehen Sie dann aus wie so ein Apfel, wenn man ihn im Frühjahr wieder aus dem Keller rausholt. Ist immer noch ein Apfel, aber er ist halt runzlig geworden. Ne? Und das ist doch unser Alterungsprozess. Manche Menschen haben im fortgeschrittenen Alter oft nur noch 58% Flüssigkeitsgehalt. Ne? Das ist so hochgradig gefährlich, dass wenn die nur noch ein weiteres Prozent an Flüssigkeit verlieren würden, an diesen Überbelastungen einfach sterben, zugrunde gehen. Sie können dieser Belastung nicht mehr standhalten. Und wenn man diesen Menschen dann oft wieder sagt, sie müssen Wasser trinken und trinken sie 2 Liter Wasser am Tag, dann kommen gerade die älteren Menschen immer zu mir und sagen, der spinnt doch, 2 Liter Wasser am Tag, ich kriege nicht mal 2 Gläser runter. Fragen Sie sich mal, warum Sie kein Durstgefühl mehr haben. Liegt es vielleicht nicht daran, dass Sie zu wenig Salz in Ihrem Körper haben? Und in dem Fall spreche ich jetzt von Salz. Denn Salz ist es doch, das dafür sorgt, dass die Osmose aufrechterhalten wird. Und würden Sie Salz zu sich nehmen, hätten Sie auch ein natürliches Durstgefühl, dann würden Sie sogar wieder gerne trinken. Ja? Aber wohlgemerkt Salz und nicht Natriumchlorid. Nun kann unser Körper
aber nicht auf Dauer immer wieder Zellwasser opfern, um Natriumchlorid zu isolieren. Das geht nur bis zu einem gewissen Grad und das hängt auch von der Konstitution des Einzelnen ab. Weil dadurch bildet sich ja Wassergewebe, Ödeme. Und dieses Wassergewebe, weil das natürlich sonst auch so keine Funktion ja hat, dem ist langweilig, dient natürlich perfekt als Müllhalde für die ganzen anderen anorganischen Schlacken, die sie sich möglicherweise auch noch so durch ihre Fertiggerichte täglich zuziehen und auf einmal werden sie immer schwerer und schwerer und schwerer. Es kann nicht mehr raus. Und jetzt muss der Körper sich wieder vor sich selbst schützen, weil würde er jetzt noch mehr Zellwasser opfern, dann würden sie so viel an Zelllebendigkeit verlieren, dass sie da schon wieder dran zugrunde gehen könnten. Also macht er schlauerweise den nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist die Rekristallisierung. Nun, wir haben ja vorhin gelernt, wie das ist mit den Kristallen. Kristalle wachsen durch Druck. Und wo wachsen die in der Natur? Maßgeblich im Gebirge. Nun, auch unser Körper hat ein Gebirge. Das sind in erster Linie unsere Knochen. Und dort fangen auf einmal Kristalle an zu wachsen. Wenn nämlich nun dieses Natriumchlorid sich anfängt zu rekristallisieren, dazu braucht es aber noch ein paar Freunde. In erster Linie sind das tierische Eiweißbausteine. Nun ist es doch interessant, dass wir immer wieder feststellen können, dass zwar vermittelt wird, wir sollen viel Eiweiß zu uns nehmen, weil der Körper Eiweiß braucht, und doch verhält es sich ja eigentlich anders. Denn jeder Stoff, den Sie Ihrem Körper zuführen, als Nahrungsmittel oder Lebensmittel, muss doch erstmal vernichtet werden und somit auch Eiweiß komplett in seine Bestandteile zerlegt werden. Beim Eiweiß sind es die Aminosäuren. Es wird in alle Aminosäurebestandteile zerlegt, also das grundsätzliche Eiweiß, das Sie Ihrem Körper zugeführt haben, wird komplett vernichtet, um dann wieder aus den einzelnen Aminosäuren durch die Kombinationsfähigkeit von 347 Trillionen verschiedener Kombinationsaufbauten Körpereiweiß, sprich Muskelgewebe, zu bilden. Wenn nun aber ein paar dieser Aminosäuren da nicht dran teilhaben können, weil sie gar nicht vorkommen, wie zum Beispiel Lysin oder Tryptosan, und das haben wir im tierischen Eiweiß nicht, dann können auch diese 347 Trillionen notwendiger Kombinationsmöglichkeiten nicht stattfinden. Und somit hat dieses zugeführte Eiweiß Nullwert, absolute Nullwertigkeit. Das heißt, es bleibt in Ihrem Blut. Und das sind kleine Kristalle. Und wer das schon mal wieder gesehen hat, der kann das nachvollziehen. Und die, die es noch nicht kennen, sollten das mal bei einem Arzt machen, der mit Dunkelfeldmikroskopie arbeitet. Ist eine ganz interessante Geschichte. Lassen Sie sich mal Ihr Blut in der Dunkelfeldmikroskopie analysieren und schauen Sie sich mal auf einem Monitor dort an. Die Dunkelfeldmikroskopie lässt das Licht von der Seite einfluten und somit erkennen wir die Dreidimensionalität des Blutes, die Lebendigkeit. Dann werden Sie überrascht sein, was sich da drinnen auf einmal alles tut. Und wenn Sie bei so einem Versuch vorher noch ein großes Glas Milch trinken, dann kann ich Ihnen versprechen, dass das besser ist als Fernsehen schauen. Dann können Sie nämlich auf einmal sehen, wie auf einmal all dieses tierische Eiweiß, das sich nicht verstoffwechseln lässt, weil es sich gar nicht aufspalten lässt, weil es Nullwertigkeit hat, nicht weiß, wo es hin soll. Und das muss nun auch wieder einen Weg finden, irgendwie aus diesem Körper herauszukommen. Und das macht es durch die Bildung von Harnsäure. Nun versucht der Körper, die dabei gebildete Harnsäure entsprechend auszuscheiden, kann er aber meist nicht in dem Niveau, wie er Harnsäure gebildet hat. Das heißt, auch die Harnsäure muss teilweise zurückbleiben. Und siehe da, jetzt haben sich Freunde gefunden. Natriumchlorid und Harnsäure gehen nämlich gerne ganz neue Molekülverbindungen auf bei der Rekristallisierung und fangen nun an, in Ihrem Körper auf Ihren Knochen Kristalle wachsen zu lassen. Schöne, kleine, winzige Kristalle, und zwar auf dem gesamten Knochenbau verteilt. Und auf einmal wären Ihre Knochen immer dicker und immer schwerer. Sie würden es merklich so vom Gewicht her gar nicht unbedingt spüren. Aber auf einmal, da die Kristalle gleichmäßig überall wachsen, wachsen diese natürlich auch in Ihrem Gelenkbereich, dort, wo die Knochen sich bewegen. Und was passiert, wenn dort die Kristalle immer größer werden? Dann werden die folgerichtig irgendwann einmal aufeinander reiben. Und wenn die reiben, dann entsteht eine Entzündung. Und durch die Entzündung eine Schwellung, durch die Schwellung ein Druck. Der Druck drückt auf den Nerv, Sie schreien au. Und schon rennen Sie zum Arzt. Und was wird der feststellen? Sie leiden unter Rheuma, Gicht, Arthritis, Arthrose und dergleichen. Und dabei ist das nichts anderes als Müll in Ihrem Körper, der sich rekristallisiert hat, damit Sie an der Überbelastung dieses Mülls nicht sterben können. Jetzt müssen Sie halt mal wieder einen Weg finden, sich davon zu befreien. Und wissen Sie, was Sie da brauchen?
all die Antagonisten, die man vorher rausgenommen hat, ganz klug rausraffiniert. Ne? Warum heißt das Raffinierungsprozess? Auch dieses Wort hat eine sinnhafte Bedeutung. Das war nämlich gar nicht so einfach, hier die Natur zu überlisten. Das ist nämlich ein regelrechter Vergewaltigungsprozess. Der liebe Gott hat sich nämlich was dabei gedacht, warum da 84 Elemente drin sind. Und schon, siehe da, da kommt der Mensch und sagt, warum sind da 84 Elemente drinnen? So ein Quatsch. Wir bezeichnen jetzt Natriumchlorid als Salz, den Rest als Schadstoffe oder Verunreinigungen. Das muss jetzt erstmal alles raus. Ich wundere mich immer, warum die Chemiker nicht sogar so weit gegangen sind, dass sie gesagt haben, warum trennen sie nicht auch noch Natrium von Chlorid? Ne? Würde ja noch irgendwie Sinn ergeben, ne? Damit man alles nur noch einzeln betrachtet. Aber da sind sie dann anscheinend an ihre Grenzen gestoßen, weil wenn sie das machen, ja, dann erzielen wir etwas, was man nicht mehr vertreten kann. Ne? Natrium ist ein hochexplosives Metall, ja, und Chlorid ein hochaggressives Gas. Und da hat man sich gesagt, die zwei lassen wir doch noch zusammen. Rest muss zwar raus, die zwei dürfen noch zusammenbleiben. Und dieses, was dann noch zusammenbleibt, dieses Natriumchlorid, das nennen wir dann einfach Salz. Und wenn wir das lang genug tun, dann meinen die Leute bestimmt auch noch, dass es Salz sei. Ne? Und damit haben wir ganz fatale Folgen kreiert. Und das geschieht durch diesen Raffinierungsprozess. Das war nicht einfach, hat jahrelang, ja teilweise Jahrzehnte gebraucht, bis die Industrie so weit war, das durchzuführen. Und folgerichtig hat man es dann auch danach benannt. Das ist nämlich eine ganz raffinierte Methode, die Natur zu überlistigen. Und ich kann Ihnen nur eines raten, schützen Sie sich vor raffinierten Produkten von raffinierten Menschen. Das hat nämlich mit Natur überhaupt nichts mehr zu tun. Und was geschieht nun, wenn Sie all das nicht mehr ausscheiden können? Ihr Körper bricht irgendwann an den Überbelastungen zusammen und hat dabei keinen eigenen Energiegehalt mehr. Es ist das Salz in Ihren Adern, das dafür sorgt, dass Sie letztendlich überhaupt messbare Energie, ja messbare Elektrizität haben. Was machen wir mit einem Unfallopfer, ne, bevor er ins Krankenhaus kommt, damit er uns auf dem Weg dahin nicht stirbt, wenn er viel Blut verloren hat? Er kriegt eine Salzinfusion. Nicht als Blutersatz von der Quantität des Blutes her betrachtet, sondern um den Stromkreis zu schließen. Denn wenn dieser Stromkreis nicht mehr geschlossen werden kann, dann gehen halt die Lichter aus. Wir sind tot. Und wir müssen dafür sorgen, dass ständig diese Lichter in unserem Körper brennen. Die hängen aber vom Salz ab und nicht vom Natriumchlorid. Wir brauchen nämlich all die anderen im Salz enthaltenen Elemente, genannt Antagonisten oder natürlichen Gegenspieler, maßgeblich wie Calcium, Kalium, Magnesium und dergleichen, auch wenn sie prozentual betrachtet nur extrem geringfügig vorkommen, so haben sie doch gerade dadurch bedingt einen ja viel höheren Potenzierungseffekt. Sie sind ional und können nun in der Ganzheitlichkeit die notwendigen Wechselwirkungen des Natriumchlorids überhaupt erstmal ablaufen lassen. Gibt man ihnen nur Natriumchlorid, funktioniert das nicht. Jetzt brauchen sie wieder diese herausextrahierten Antagonisten, um sich von dem, was sich da entsprechend rekristallisiert hat, wieder zu befreien. Und das nennen wir den sogenannten Waschmaschineneffekt. Ne? Was machen Sie, wenn Ihre Leitungen bei der Waschmaschine anfangen zu verkalken? Da wird man Ihnen sagen, geben Sie eine Kalgontablette hinein. Was macht diese Kalgontablette? Sie bricht Molekülverbindungen auf. Ja? Das, was sich anorganisch zu Molekülen verbunden hat und dabei abgelagert hat, wird jetzt auf einmal, dadurch, dass ein Ordnungszustand aufgebaut wird, komplett wieder auseinandergerissen, von einer Wasserhülle umgeben. Alles wird hydratisiert, es ist wieder ional und somit kann es abtransportiert werden. Komischerweise leuchtet es Ihnen bei der Waschmaschine ein, bei Ihrem Körper nicht. Ihr Körper ist aber auch nichts anderes als eine Waschmaschine. Und was ist eine Kalgontablette? Eine Salztablette. Dann geben Sie doch bitte Ihrem Körper auch mal wieder so eine Salztablette, damit Sie diesen Waschmaschinen-Effekt haben, um sich von all diesen anorganischen Molekülverbindungen wieder zu trennen. Das Salz bricht es auf und das Wasser wird es abtransportieren. Das Salz hat diesen Lösungseffekt. Es ist elektrisch aufgebaut und deshalb nutzen wir es doch in der Industrie. Nur hat man eben in der Industrie eines erkannt und das hatte ja eigentlich die fatalen Folgen auf unser heutiges Natriumchlorid-Problem. Und nur dadurch ist eigentlich auch Industrialisierung entstanden. Man hat in der Industrie erkannt, was man mit Natriumchlorid alles machen kann. Durch die Wechselwirkungen von Natriumchlorid kann ich nämlich alle chemischen Trennvorgänge realisieren, wie es mit anderen Materialien oder Mineralien oder Verbindungen ja gar nicht möglich wäre. Denn nur Salz ist elektrisch aufgebaut, alles andere ja molekular.
Und deshalb hat man angefangen, dieses dann zu raffinieren. Wussten Sie, dass 93 bis 94% der Weltsalzproduktion, also fast des gesamten Salzes, das produziert wird, direkt und unmittelbar in die Industrie gelangt? Das hat nichts mit Ihrem Essen zu tun, überhaupt gar nichts mit Ihrem Essen. 93 bis 94% der Weltsalzproduktion gehen direkt und unmittelbar in die Industrie. Und warum? Weil wir kein Plastik hätten, kein Weichmacher, kein Soda, kein Waschmittel, ja nicht mal Mineralöl, ja? Also sprich, all die Dinge, die uns jeden Tag noch weiter von der Natur entfernen, könnten wir alle gar nicht produzieren, wenn wir nicht reinstes Natriumchlorid hätten, das wir benötigen bei den chemischen Trennvorgängen. Da würden natürlich all die anderen im Salz enthaltenen Elemente extrem stören bei den chemischen Reaktionen und deshalb werden sie halt vorher rausraffiniert. Und am Schluss bleibt ein Abfallprodukt übrig und dieses Abfallprodukt gelangt dann mit den restlichen 6 bis 7% in die Lebensmittelindustrie. Ne? Und deshalb ist ja dieses weiße Gold auch so billig geworden. Ne? Früher hat man alle Kriege dafür gefochten und heute können Sie es für 79 Pfennig 500 Grammweise beim Aldi kaufen. Das ist aber kein Salz mehr. Das ist ein Natriumchlorid und das ist deshalb so billig, weil es ein Abfallprodukt ist, das man jetzt nicht mehr braucht. Aber das ist noch lange nicht das Salz, das Sie im Küchenschrank stehen haben, diese 6 bis 7%. Nämlich das, was in die Lebensmittellogistik geht, benötigt man dazu, um Ihre Logistik dessen, wie man Ihre Produkte 5-mal vorher um den Globus schickt, bevor sie in Ihrem Kühlschrank landen, letztendlich so haltbar machen kann. Ne? Warum? Weil man erkannt hat, dass Natriumchlorid so hochgradig aggressiv ist und nebenbei, weil es ja ein Abfallprodukt ist, auch noch so billig ist, dass man natürlich den aggressivsten und in dem Fall auch günstigsten Konservierungsstoff hier haben entstehen lassen. Was geschieht denn in dieser Lebensmittellogistik? Wir müssen versuchen, all das Tote noch länger tot zu halten, ja kein Leben reinzubekommen, ne? Damit sich so der Joghurt in Ihrem Kühlschrank 3 Jahre halten kann. Ne? Und dazu setzt man natürlich wohlgemerkt etwas ganz Aggressives ein, nämlich Natriumchlorid. Und somit versetzt man alle Ihre Fertiggerichte und alle Ihre Konserven überall mit diesem Natriumchlorid. Ne? Die, die bei der Bundeswehr waren, die wissen das, haben sie da mal drauf geachtet, was da immer als Haltbarkeitsdatum drauf stand, ne? Haltbar bis 2052 und dergleichen. Da musste man sich natürlich nur fragen, was hat das noch mit Lebendigkeit oder mit Lebensmitteln zu tun? Das ist hochgradig mit Natriumchlorid versetzt, ne? Damit dort ja keine irgendwo lebendigen Prozesse irgendwo in irgendeiner Art und Weise noch entstehen können. Sowas brauchen wir aber nicht. Und die letzten 0,3% der Weltsalzproduktion, 0,3%, die landen dann tatsächlich in Ihrer Küche als entsprechendes Tafelsalz, Speisesalz oder Kochsalz. Und jetzt kommt natürlich die nächste Geschichte. Auch Chemiker sind nur Menschen und die haben natürlich auch ein Gewissen. Die haben nämlich jetzt Mitleid mit dem Natriumchlorid. Ne? Die sagen, mal, jetzt haben wir dem Salz so viele Elemente weggenommen, das fühlt sich jetzt bestimmt alleine. Da tun wir jetzt wieder ein bisschen was rein. Ne? Und dann ist man auf diese geniale Idee gekommen, ne? Da wo der Mensch immer versucht, Gott zu spielen, dass man ganz bestimmte Elemente beigibt, weil man meint, die könnten ja unserem menschlichen Organismus fehlen. Und da werden ihnen dann auf einmal metallische Verbindungen, die wir isoliert gar nicht in unserem Körper verstoffwechseln können, noch als ganz was Tolles verkauft. Da wird ihnen dann erstmal erklärt, dass wir in Deutschland in einem Jodmangelgebiet leben. Interessanterweise eine der größten Jahrhundertlügen, die es überhaupt gibt. Ja? Und nachdem man ihnen das so 100-mal immer wieder über die Medien vermittelt hat und dann den Menschen immer sagt, dass ihre ganzen Schilddrüsenproblematiker ja wegen dem Jodmangel herrühren, weil sie kein Thyroxin mehr produzieren können, obwohl sich das ganz anders verhält. Das können sie nämlich maßgeblich dann nicht mehr, wenn sie Nitrat überbelastet sind, egal wie viel Jod sie bekommen. Ich könnte ihnen massenweise Jod vermitteln, sogar natürliches Jod im Nahrungsbestand und sie würden es trotzdem nicht verarbeiten, wenn sie zu viel Nitrat im Körper haben. Müssten sie erstmal dafür sorgen, dass sie Nitrat ausscheiden, dann würden sie auch wieder Jod aufnehmen. Aber es sagt ihnen ja keiner, ne? Sonst könnte man es ja nicht hineingeben. Jetzt gibt man aber etwas hinein, was ihr Körper gar nicht aufnehmen kann. Und das hat natürlich zu fatalen Folgen geführt. Seit der indirekten Zwangsjodierung von deutschem Speisesalz durch Jod, ich sage bewusst indirekte Zwangsjodierung, weil jeder Bäcker angehalten ist und genauso auch jeder Metzger oder jeder Schlachtbetrieb, dieses jodierte Speisesalz zu verwenden. Die sind nämlich alle Mitglied in der Innung und wer das nicht tut, den will man nicht als Mitglied haben. Das heißt, sie sollen, ob sie wollen oder nicht, schon indirekt überall dieses Jod abnehmen.
bekommen, weil man ganz was Tolles erkannt hat, dass nämlich seit dieser Jodierung die chronischen Erkrankungen in Deutschland um etwa 28% zugenommen haben. 28% Zunahme an chronischen Erkrankungen. Da kriegen Leute Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, Müdigkeit, Mattigkeit, Konzentrationsschwäche, Eiterbeulen, die nicht mehr abheilen und nur noch vernarben können, ne? Chronische Akne und all diese Geschichten. Und nur noch gute Schulmediziner, die sich dessen bewusst sind, ihnen dann unter vorgehaltener Hand, ne? Weil der darf dann auch nicht so laut sprechen, sagen wird: Versuchen Sie alles zu meiden, wo irgendetwas jodiert wird, ne? Weil das sind größte Probleme. Das ist ein Metall. Sie lagern ein Metall in Ihrem Organismus ab, ein hochaggressives Metall, aber es wird Ihnen immer noch als was Tolles verkauft. Man sagt, das tun wir zusätzlich jodieren, darum schreibt man es noch ganz dick auf Ihre Verpackung rauf. Und dann kommen dann so ganz Schlaue noch auf die Idee, auch noch Fluor der ganzen Sache beizugeben. Erinnern Sie sich vorhin, was ich Ihnen sagte über Fluor? Mit Fluor nehme ich Ihnen Ihre Willenskraft und Sie wissen gar nicht, warum ich es Ihnen genommen habe. Sie denken dann, dass es ganz normal ist, dass sie so denken, wie sie denken. Ja? Und dieses Fluor, das man der Sache beigibt, erzählt man bei uns nicht so sehr, in Deutschland nicht so sehr wie in anderen Ländern. In der Schweiz zum Beispiel ist es so, wo man fast grundsätzlich das Salz fluoriert. Ne? Da wird einem dann grundsätzlich halt eingeredet, es sei so gut für die Zähne und dergleichen. Jetzt kommen natürlich noch viele andere Sachen auch ins Salz hinein. Ne? Aber da hat man sich gesagt, mei, die Namen dieser ganzen chemischen Verbindungen, die sind so lang und so kompliziert auszusprechen, da kürzen wir das Ganze doch sinnvollerweise mit Buchstaben und mit Zahlen ab. Weil würde man das alles ausschreiben, dann würde die Verpackungsgröße von so einem kleinen Päckchen Natriumchlorid gar nicht ausreichen. Da bräuchten Sie dann wahrscheinlich so eine große Persilpackung. Ja? Und dann hat man das alles abgekürzt, weil man meint, der Einzelne versteht es ja eh nicht, außerdem interessiert es ihn nicht. Und dann kommen da auf einmal diese ganzen E-Verbindungen hinein, ne? E530, E533, E535B, E550, E553B und so weiter und so weiter. Und da es ja dann mal irgendwann herausgekommen ist, dass das den Verbraucher, weil er ja eh nur verbrauchen soll, auch nicht interessiert, weil er es ja gar nicht deuten kann, hat man es dann gleich ganz weggelassen. Weil er muss es ja auch nicht raufschreiben, weil der Gesetzgeber schreibt gar nicht vor, dass man raufschreiben muss, was man in dieses Salz hier alles hineintut. Ja? Weil es reicht aus, wenn man raufschreibt, es besteht aus Natriumchlorid, weil wen interessiert schon der Rest? Und dann kommen natürlich noch ein paar andere Sachen hinzu. So ganz interessante Verbindungen wie zum Beispiel Aluminiumhydroxid. Und jetzt werden Sie dann alle sagen, ja, was macht denn Aluminiumhydroxid in meinem wunderbaren Kochsalz, das gibt man da hinein, damit es besser rieselt aus Ihrem Streuer. Und wenn Sie sowas von Kind auf möglicherweise täglich immer nur in geringsten Formen bekommen, ein Aluminiumhydroxid, das sich in Ihren Gehirnwandungen ablagern wird, dann brauchen Sie sich nicht wundern, wenn Ihnen dann irgendwann mal im fortgeschrittenen Alter das Hirn aus der Nase herausrieselt. Ne? Dann können Sie sich nämlich nicht mehr an Ihren eigenen Geburtstag erinnern. Und das nennen wir dann wieder Alzheimer. Ne? Da können nämlich dann letztendlich Nervenleitbahnen nicht mehr überbrückt werden, Nervenimpulse nicht mehr weitergetragen werden. Sie können sich nichts mehr merken. Sie sind Demenz. Ja? Und die Amerikaner beweisen uns das ja. Die machen es ja nicht nur mit dem Salz, sondern mit den gesamten Nahrungsmitteln. Ja, wenn Kinder schon aus Cola-Dosen trinken, ne, Aluminium und das daran gebundene Hydroxid, dann braucht man sich nicht wundern, wenn deren Weltpolizei und deren Vertreter dieser Weltpolizei, sprich deren Präsidenten, Menschen, die früher die gesamte Welt regiert haben, sich heute nicht mehr an ihren Namen erinnern können und am Stock gehen müssen. Aluminiumhydroxidablagerungen. Und das kriegen sie jeden Tag ein kleines bisschen, ne? Immer ein bisschen mehr, bis halt irgendwann nichts mehr geht. Sie brechen an ihren Überbelastungen zusammen. Und das sind Dinge, über die wir nachdenken sollten. Denn maßgeblich ist es doch so, dass es mittlerweile ein chronisches Verhältnis geworden ist, ja ein Generationsproblem, denn diese Industrialisierung hat doch dazu geführt, dass wir ja gar nicht mehr anders können. Wer hat denn schon mal richtiges Salz gegessen? Da werden Sie verwundert feststellen, dass das ganz anders schmeckt, als man erwartet. Na? Das schmeckt nämlich nach Salz und das andere Zeug schmeckt nur nach Natriumchlorid. Salz kann sogar Geschmacksmuster ausgleichen. Ich kann Ihnen mit echtem Salz
entsprechend Speisen sogar süßen, ja, weil sich das Geschmacksverhältnis immer wieder neutralisieren wird. Es wird sich entsprechend immer wieder ausgleichen. Und im Rahmen unserer Studie ging es uns in erster Linie darum, wieder die Wertigkeit und die Wichtigkeit von echtem Salz zu erkennen. Wenn doch der Körper aus Wasser und Salz besteht, warum geben wir ihm in erster Linie, selbst rein nur im physischen Sinne betrachtet, ungeachtet der Biophysik, das, woraus er besteht, nämlich Wasser und Salz. Und siehe da, man gibt Menschen nur das, woraus sie bestehen, wird erst belächelt und ausgelacht und dann bombardiert und bekämpft und dergleichen. Und trotzdem ist es so, dass so viele Menschen, ja, ganz einfache Menschen, so wie sie hier sitzen, auf einmal so maßgebliche Erfolge damit haben. Es sich gar nicht erklären können, sagen, das sind ja Wunderdinge, was da auf einmal geschieht. Und trotzdem wäre es falsch, wenn sie jetzt Salz wiederum als ein Therapeutikum bezeichnen würden oder als ein natürliches Medikament. Es ist ein Lebensmittel und zwar ein essentielles Lebensmittel. Und dieses Lebensmittel, das können Sie so vorteilhaft einsetzen, dass Sie keine Medikamente mehr brauchen. Ein allopathisches Präparat unterdrückt ein Symptom bzw. es blockiert den Ablauf. Es kann es ja nicht heilen. Wir brauchen wieder etwas, was die Sachen doch hervorholt, sie zu durchleben. Und das müssen Sie auch beim Salz wieder erkennen. Wenn Sie Salz im natürlichen Sinne wieder zu sich nehmen, dann werden Sie auf einmal wieder mit sich selbst konfrontiert. Ne? Und auch im gesundheitlichen Sinne. Da brechen dann auf einmal Dinge wieder auf. Ne? Nicht nur körperlich, bis hin zu psychosomatisch. Ne? Die Dinge, die Sie sonst einfach immer irgendwo abgelegt haben, ne? Sei es im körperlichen Sinne als Ablagerung oder sei es auch im geistigen Sinne, weil sie nicht damit konfrontiert sein wollten. Das nennen wir dann die sogenannten Entschlackungskrisen, wie man das kennt, wie bei dem Fasten, von den Fastenkrisen. Um sich nämlich von all diesen Giften, die möglicherweise in ihrem Körper stecken, bis hin zu medikamentösen Rückständen wieder zu befreien, dazu müssen Sie diese erstmal wieder verstoffwechseln. Das heißt, das muss sich lösen. Und der eine Gicht hat und jetzt meinetwegen eine Sole-Trinkkur durchführen wird, der wird sogar eine entsprechend akute Entzündung dort bekommen, wo er diese Gicht hat. Warum? Damit durch die Entzündung jetzt der Lösungsvorgang eintreten kann. Ne? Es müssen ja all diese anorganischen Molekülverbindungen jetzt erstmal aufgebrochen werden, damit es zurückkommen kann ins Blut, um dann entsprechend zu verstoffwechselt werden, beziehungsweise damit sie es ausscheiden können. Da müssen sie durch. Gleiches hilft Gleichem. Aber mit entsprechendem Erfolg, maßgeblich im langfristigen Sinne. Und auf einmal passieren Dinge, die konträr zu dem laufen, was wir immer meinen, dass Salz eigentlich anrichten würde. Ne? Es gibt jetzt viele Leute, die zum Beispiel dann sagen würden, ja, mich betrifft es nicht, weil ich bin Hypertoniker. Ich habe Bluthochdruck, ich darf sowieso kein Salz nehmen, ne? Weil ich brauche nicht nur salzarme, ich brauche absolut salzfreie Diät. Hat denn der Arzt mal bitte gefragt, von welchem Salz da gesprochen wird? Sprechen die von Natriumchlorid oder sprechen die von Salz? Ich kann Ihnen nämlich den Nachweis bringen, ja, den können Sie selber durchführen, dass nämlich Salz oder die Zugabe von Salz, selbst höchst konzentriert als hochpotenteste 26%ige Sole, wenn Sie diese zu sich nehmen im Rahmen einer Sole-Trinkkur, auf einmal Ihr Blutdruck sinken wird, langfristig entsprechend immer weiter sinken wird, bis er sich vollständig normalisiert. Das heißt aber nicht, dass Salz als ein blutdrucksenkendes Mittel nun wieder zu bezeichnen wäre, denn auch bei dem, der zu niedrigen Blutdruck hat, wird genau das Gegenteil entstehen. Da wird er ansteigen. Salz gleicht aus. Egal, ob Sie Über- oder Unterfunktionen im Organ- oder Zellbereich haben, Sie werden wieder in Ihren Ursprungszustand zurückversetzt. Ihr morphogenetisches Feld tut sich wieder vollständig regenerieren. Und haben wir es nicht 2000 Jahre lang so gemacht? Unsere Bäderkultur, um nochmal an diese zu erinnern, Menschen mit nichts anderem zu therapieren als mit Wasser und Salz, in dem Fall mit der dritten Dimension, mit der Sole, mit der Energie, diesem flüssigen Sonnenlicht. Wenn Ihnen dieses flüssige Sonnenlicht in Ihrer Batterie fehlt, dann geben Sie Ihrer Batterie, diesem Akku, mal wieder dieses flüssige Sonnenlicht. Und wir haben das im Rahmen der Studie gemacht, eigentlich beginnend durch das Aufsuchen eines Heilstollens. Wir haben im Salzbergwerk Berchtesgaden ja einen Heilstollen, ne? Einen richtig anerkannten Heilstollen. Wir nennen das auch im schulmedizinischen Sinne die Speleotherapie. Wird sogar teilweise von den Kassen bezahlt, sollten Sie unter Atemwegserkrankungen oder bis hin zu Allergien leiden, also Asthma oder Bronchitis oder dergleichen. Warum? Weil man hier so maßgebliche Erfolge erzielen konnte. Die führt man aber wieder nur auf die biochemischen oder chemischen Gesetzmäßigkeiten in dem Fall zurück, weil man erkannt hat, in einem Salzheilstollen hat man perfekt reine Luft.
Ja? Durch die ionale Wirkung der Salze haben Sie absolut keinen Staub in einem solchen Heilstollen. Und wenn natürlich ein Asthmatiker ja sonst immer seine Krampfzustände bekommt, dadurch, dass er ja jetzt mit Partikeln letztendlich konfrontiert wird, die er einatmet, hilft das diesen Menschen natürlich. Und das ist vollkommen richtig. Dadurch, dass wir Biophysiker aber ja so ein bisschen die Außenseiter unter den Wissenschaftlern sind, haben wir gesagt, das mag wohl alles richtig sein, aber wir sehen die Dinge ja nicht nur chemisch, wir sehen sie auch physikalisch. Wir glauben, dass noch ganz andere Dinge daran beteiligt sind, die die Menschen hier so genesen lassen. Ne? Denn es gibt da Heilungserfolgsraten bis zu 97%, das kennen wir von der königlichen Salzmine in Velička. Dort ist 226 Meter unter der Erde ein richtiges Krankenhaus. Seit 1965 werden dort jährlich über 3000 Patienten mit einer 97%igen Heilungserfolgsrate therapiert. Da kommen Kinder nach 14 Tagen wieder raus mit Tränen in den Augen, weil sie wieder atmen können. Ja? Und alles nur durch die Salze. Nun ist es aber so, dass wir meinten, es ist nicht nur die reine Luft. Wir wollten also den Nachweis führen, dass man eigentlich, egal auf welcher Ebene man eine Symptomatik hat, diese rein durch die Schwingung des Salzes wieder ausgleichen kann. Erinnern Sie sich an die Energie. Ne? Uns geht es ja um Resonanzen. Wenn wir doch wissen, im Salz kommt es vor, in Ihrem Körper kommt es vor, wissen wir, dass es definitiv resonante Wirkung geben wird. Was muss wohl passieren, wenn Sie einen Patienten einen Kilometer tief in einen Heilstollen hineinfahren, umgeben von Millionen Tonnen von Salz, das so starke geomagnetische Frequenzmuster aussendet, ja, und die ja exakt genau dem entsprechen, woraus unser physischer Körper besteht. Das muss doch so nachhaltig auf unseren Organismus wirken, dass dieser davon natürlich resonant entsprechend beeinflusst wird. Nun meinten wir, man kann das mit vielen verschiedenen Symptomatika machen. Und da kamen wir dann auf die Idee, natürlich Menschen mit ganz anderen Problembereichen jetzt in den Heilstollen einzufahren als nur Atemwegserkrankungen. Dann kamen natürlich einige Mediziner und haben gesagt, so ein Quatsch, ne? Da könnte man ja dann einen Leberkranken in Heilstollen reinfahren und dann müsste der ja auf einmal bessere Leberwerte haben. Aber das geht eben nicht, weil einen Leberkranken kann man nicht nur mit reiner Luft heilen. Dann haben wir gedacht, das ist eine gute Anregung, fahren wir mal einen Leberkranken da rein. Ne? Man muss das ja dann auch ausprobieren. Ne? Und siehe da, wenn der sich da 2,5 Stunden aufhält, das macht man bei der Heilstollentherapie, also meinetwegen von 9 Uhr morgens bis 11.30 Uhr, dann kann man feststellen, mit einer Ist- und einer entsprechenden Folgemessung seiner Energieebene, da sind wir wieder bei der Segmentardiagnostik, dem, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dass auf einmal sich seine Leberwerte vollständig normalisieren. Und nicht nur, dass sie nach 2 oder 3 Stunden wieder ins alte Ursprungsmuster zurückfallen lassen, nein, sie bleiben 24 Stunden konstant erhalten. Und das ist auch so eine Magie des Salzes. Ich bin in der Lage, den Schwingungscharakter des Salzes mit seinem Ordnungszustand im Körper für 24 Stunden aufrecht zu erhalten. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, jemand, der ja jetzt 58 Hertz in seiner Leber hat und eigentlich 40 drinnen haben sollte und möglicherweise sich die Leber schon degeneriert hat, möglicherweise er schon unter einem Leberkrebs leidet, weil sich das Organ verändert hat. Wenn ich den jetzt jeden Tag in diesen Heilstollen reinfahren würde und wo ich doch weiß, dass es 24 Stunden konstant aufrechterhalten wird, dann ist es doch ganz genau betrachtet nur eine Frage der Zeit. Wenn wir doch in der Lage hier sind, sogar nachweisbar die Energieebenen zu normalisieren, dass folgerichtig doch auch sich irgendwann mal die Materie, weil sie ja von der Energie abhängig ist, auch wieder normalisieren wird. Eine reine Frage der Zeit. Nun kann aber nicht jeder einen Heilstollen aufsuchen, weil es auch nicht überall Heilstollen gibt. Und wir wollten einen Weg finden, wie man genau dieses Frequenzmuster im biophysikalischen Sinne, wie auch die isotone Lösung als Salzlösung im biochemischen Sinne diesem Patienten nun vermitteln kann. Und das haben wir erreicht durch die Sohle. Also was haben wir gemacht? Wir haben nun natürliche Salze, in denen all diese Elemente vorkommen. Und das muss natürlich vorher auch gemessen werden. Und dazu muss ich auch sagen, die Salze, über die ich heute oder jetzt hier spreche, das sind nicht Salze generell, wie sie in der Natur vorkommen. Auch unterscheiden sich Salze in der Natur sehr extrem, ähnlich wie bei Wässern. Ne? Eine Quelle 100 Meter weiter kann schon wieder ganz andere Charakteristiken aufweisen als die erste, die Sie untersucht haben. Und so gibt es natürlich unterschiedliche Salze. Und generell können wir immer zwar von der Ganzheitlichkeitstheorie sprechen, aber wenn ich diese anführe, dann muss ich sie Ihnen auch praktisch beweisen. Ne? Ich kann ja nicht einfach irgendwas behaupten. Also muss man solche chemisch analysieren.
analytischen Untersuchungen durchführen. Das ist aber nicht so einfach, ne? Weil natürlich die im Salz enthaltenen Elemente in den tiefsten ppm-Bereich vordringen, ne? Da ist zwar nur noch ganz, ganz wenig drinnen, aber es ist drinnen, ne? Wie Gold und Germanium und alle Elemente halt, alles, was wir aus dem Periodensystem eben entsprechend kennen. Nun mussten wir es erstmal chemisch-analytisch untersuchen lassen. Das hat die Technische Universität in München für uns gemacht, weil die Geräte alleine Millionen von Mark kosten mit Atomabsorption und Röntgenspektroskopie und dergleichen. Und da muss fast ein Jahr lang analysiert werden, nur damit ich den chemisch-analytischen Nachweis habe, dass das stimmt, was ich Ihnen hier gerade erzähle. Ja? Und deshalb möchte ich das auch bewusst auf diese Salze beziehen, von denen man auch die notwendige Wissenschaft hat. Das führe ich deshalb bewusst an, weil es gibt so schlaue Leute, die haben mal irgendwo von meinem Vortrag Kassetten aufgenommen, ja, und dann diese Kassetten tun sie dann selber wieder irgendwo vervielfältigen. Der Einzelne, der dann den Vortrag dieses Vortrags hört, kennt die Zusammenhänge nicht mehr und auf einmal wird mittlerweile in Wien, da komme ich nämlich gerade gestern her, von einem General Großhändler polnischer Salze auf einmal Kristallsalz verkauft, das von einem Straßensalzbergwerk in Mittelpolen stammt. Ne? Das Salz ist so schlecht, dass es nicht mal gegessen werden kann und nur auf die Straße kommt und genau das kriegen Sie dann wieder als Kristallsalz angeboten. Also hier müssen Sie auch aufpassen. Vor 2 Jahren gab es das noch gar nicht. Keiner wusste, was ist überhaupt Kristallsalz. Und dieses sogenannte Königssalz ist natürlich das, was wir nun im Rahmen einer Studie eingesetzt haben, Königssalz als reines Kristallsalz, dort wo wir eine reine kristalline Struktur haben, also kein Steinsalz. Das wäre jetzt Steinsalz, obwohl dieses Steinsalz schon extrem hohe Wertigkeit einer kristallinen Phase hat, also ist auch schon teilweise transparent, so ist es trotzdem Steinsalz, also der Bergkern, ja, Lecksalz, Viehsalz, Steinsalz, wie immer wir das nennen. Dieses Salz wäre schon 100-mal besser für Sie im ernährungsphysiologischen Sinne als jedes Natriumchlorid, weil auch das eine Ganzheitlichkeit erfüllt. Und trotzdem gibt es aber Unterschiede. Und diese Unterschiede sind für uns gerade in der Biophysik und in dem Falle dann auch medizinisch betrachtet auf den Organismus extrem wichtig. Ich hatte zu Eingang mal gesagt, Sie könnten 25 Kilogramm Calcium-Tabletten schlucken und würden trotzdem weniger bekommen, als wenn Sie nur eine Karotte essen. Es geht nicht um die Menge, es geht um die Zellverfügbarkeit. Unsere Zelle hat eine ganz bestimmte Öffnungsgröße, das nennen wir die Semipermeabilität. Und in diese Zelle kann nur eindringen, was kleiner ist als 1/10.000 Gramm. Das misst man nach dem Gewicht. Alles, was größer ist, muss draußen bleiben. Das ist dieser sogenannte Schlüssellochcharakter. Und deshalb nennen wir ja die Mineralien, so wie wir sie jetzt zum Beispiel durch die Nahrung zu uns nehmen, meinetwegen bei Früchten oder im Gemüse oder dergleichen, ja organisch gebunden. Organisch gebunden, das heißt, es ist in seiner Zellstruktur, in diesem Gitternetz der Geometrie dieses Fruchtwassers, so komprimiert eingebunden, dass es ional ist. Ihre Zelle kann es verstoffwechseln, weil es eindringen kann. Es trägt also seine Wirkung. Wenn aber solche Elemente nun Molekülverbindungen eingehen, weil wir das Gerüst zerstören, ja, dann bekommen wir anorganische Mineralbestandteile. Die können wir wieder nicht mehr verstoffwechseln. Das wäre wieder dieser Stahlnagel auf Ihrem Frühstücksteller. Also brauchen wir einen bestimmten Zustand der Elemente, dass sie überhaupt verstoffwechselbar sind. Und da kommt es nicht auf die Menge drauf an, sondern auf die Verfügbarkeit. Und das Ganze nennt man den kolloidalen Zustand. Und es ist nun nicht interessant, dass hier zum Beispiel in einem reinen Steinsalz sogar noch viel mehr Calcium vorkommt als im Kristallsalz, prozentual betrachtet. Das Calcium aus dem Steinsalz kann Ihre Zelle aber nicht aufnehmen. Aus dem Kristallsalz kann es es aufnehmen. Warum? Weil es hier über Millionen von Jahren in die kristalline Struktur, also in das Kristallgitter, entsprechend eingebunden wurde. Hier haben sich die Elemente immer nur um den kristallinen Aufbau von Salz angesetzt, Anhydrite, Tone und dergleichen. Und deshalb ist es ja auch ein Stein. Ne? Da können wir nicht durchschauen. Das ist nicht transparent. Wir nennen es einen Stein. So ähnlich wie wir es jetzt bei Kristallen kennen. Bergkristall kennen Sie. Hexagonale Struktur, hat auf einmal Elektrizität, Energie, Information. Und ich könnte Ihnen einen Kieselstein vom Bachbett zeigen. Wäre auch ein Silikat. Wäre im Prinzip die gleiche Materie wie der Bergkristall. Und trotzdem ist das eine ein Stein und das andere eben ein Kristall. Nun, wenn wir über Energie sprechen, müssen wir von Geometrie sprechen. Sprich, dann müssen wir auch von Kristallen oder kristallinen Strukturen sprechen. Und die werden dann nicht nur biophysikalisch vorteilhaft für uns, sondern auch biochemisch. Wir können es verstoffwechseln. Und dieser Schlüssellochcharakter ist äußerst wichtig für Sie. Ein kleines Beispiel dafür. Stellen Sie sich vor, Ihr Auto ist kaputt.
und Sie möchten jetzt mit Ihrem Auto in die Werkstatt fahren. Nun, die Werkstatt wäre bereit, Ihr Auto zu reparieren, aber da ist ein kleines Hindernis, das Werkstatttor. Denn die Öffnung mit diesem Werkstatttor ist nur, sagen wir mal, etwa 50 mal 50 Zentimeter groß, ne? Jetzt können Sie nicht in die Werkstatt rein, ne? Es hilft Ihrem Auto nichts, der Wagen ist immer noch kaputt und die Werkstatt kriegt auch keinen Auftrag, die haben nichts zu tun. Wie kriegen wir Ihr Fahrzeug in diese Werkstatt hinein? Ganz einfach, so wie es die Natur macht, nämlich mit Druck. Na, wir bringen nämlich jetzt Ihren Wagen zur nächsten Schrottpresse und da lassen wir uns dann am Schluss so einen kleinen 50 mal 50 cm großen Würfel wieder rausfallen. Und auf einmal passt dieser Würfel in Ihre Werkstatt hinein. Jetzt hat zwar wahrscheinlich die Werkstatt etwas länger daran zu arbeiten, um den wieder zu reparieren, aber sie hat einen Auftrag bekommen. Verstehen Sie, was ich meine? Und so arbeitet Ihre Zelle. Nur was kleiner ist als ein 10.000stel Gramm kann in Ihre Zelle eindringen. Das ist der kolloidale Zustand. Erst dann haben Sie ionale Wirkung. Und diese wiederum ist nur in der kristallinen Struktur gebunden, dort, wo sich der Kristall aufgebaut hat. Ansonsten ist es ein Stein. Trotzdem, und das sagte ich eingangs, wäre Steinsalz schon wieder viel besser als reines Natriumchlorid. Auch wenn die Elemente des Steinsalz für Sie nicht zellverfügbar sind, so ist es doch so, dass aufgrund der Ganzheitlichkeit das Salz wenigstens nicht aggressiv wirkt. Und viele sagen, welche anderen Salze kann ich noch zu mir nehmen? Sie könnten zum Beispiel zurückgreifen auf Meersalze. Viele machen das, ja. Und das waren eigentlich die ersten Salze, die man oft im ganzheitlichen Sinne mal betrachtet hat. Schon mittlerweile in den 60er Jahren war es ja so, dass die ersten Reformhäuser Meersalz und dergleichen angeboten haben. Aber bitte auch hier Kritik haben, nicht einfach irgendwie wieder alles kaufen. Mehr als 80% aller auf dem Markt verfügbaren Meersalze werden auch raffiniert. Und wenn doch ein Salz raffiniert wird und am Schluss nur noch Natriumchlorid rauskommt, spielt es dann noch eine Rolle, wo das mal herkam? Ob das aus dem Berg kam oder aus dem Meer oder sonst woher, wenn es doch nur noch Natriumchlorid ist? Und dann gibt es viele, die dann im ganzheitlichen Sinne versuchen, unraffiniertes Meersalz anzubieten. Ja? Die dann, und gerade bei denen, die es ganz dick und groß raufschreiben, sollten sie auch sehr vorsichtig vorgehen. Ne? Denn die machen dann oft ganz was anderes mit dem Salz. Sie tun es tatsächlich nicht raffinieren, aber dann ähnliche Prozesse wie einen Raffinierungsprozess ablaufen lassen. Ne? Da wird dann das Salz ultra hoch erhitzt, gebleicht, prozessiert, zusätzlich trotzdem mit all diesen Rieselhilfen und E-Nummern versetzt und am Schluss haben Sie schon wieder fast das Gleiche bekommen. Und es muss Ihnen ja keiner raufschreiben. Verstehen Sie, was ich meine? Sie kriegen es gar nicht in Erfahrung gebracht. Ja? Es muss nicht draufstehen. Wenn Sie auf ein vernünftiges Meersalz zurückgreifen möchten, ne? Da gab es einen guten Vorreiter, gerade in den USA, den Dr. Jacques Delandre, der hat sich 30 Jahre lang nur mit der Thematik Salz beschäftigt. Das war der Vorreiter dieser Elementelehre. Er hat es nur chemisch betrachtet, nicht biophysikalisch. Damals war die Zeit noch nicht so weit, aber er hat die grundsätzlichen Erkenntnisse, maßgeblich auch die schulmedizinischen Erkenntnisse in Erfahrung bringen können. Die Wechselwirkungen, die entstehen, wenn wir wieder auf Salz achten. Und da hat man keltisches Salz genommen oder man nannte es damals keltisches Salz. Das war Salz aus der Normandie bzw. auch aus der Bretagne, aber handgeerntet, sonnengetrocknet und dergleichen. Und solche Salze sind zum Beispiel in Amerika relativ stark vertreten, weil dieses Wissen schon seit 30 Jahren bekannt ist. Also das, was ich Ihnen heute im biophysikalischen Sinne erzähle, weiß man in Amerika schon seit etwa 30 Jahren, zumindest aus der biochemischen Sicht. Und man hat dort bei vielen, gerade bei den ganzheitlich Denkenden, also sehr stark in Kalifornien zum Beispiel vertreten, schon sehr früh angefangen, wieder auf die Qualität von Salz zu achten. Dort gibt es auch das International Salt Institute, die also versuchen, solche Informationen an die breitere Masse zu bringen. Wir selbst haben Sendungen schon im Fernsehen gehabt in den USA. Ich habe selbst 180 Stunden live über Salze im amerikanischen Fernsehen moderiert. Die sind da komischerweise etwas weiter. Da werden sogar so Salzkristalllampen in 28 Krankenhäusern der Vereinigten Staaten offiziell zur Krebstherapie eingesetzt, weil man wissenschaftliche Studien über die Schwingungsverhältnisse hat, die dabei entstehen, wenn man einen solchen Kristall therapiert. Und hier werden sie halt als so ein esoterisches Nebenprodukt vertrieben, ne? Weil sich hier keiner die Arbeit gemacht hat, mal einfach in die Tiefe zu gehen. Aber all sowas hat natürlich seinen Preis, ne? Wenn Sie so sehen, so ein kleines Päckchen, das sind etwa 200 Gramm eines solchen Seesalzes, wo man wirklich darauf geachtet hat, dass nichts dazukommt, dass es wirklich nur handgeerntet ist, dass es sonnengetrocknet ist, dass all diese natürlichen Charaktere
Charakteristiken beachtet wurden. Wenn dieses dann angeboten wird, ich glaube, das kostet jetzt hier 200 Gramm 12 US-Dollar. Ne? Da sind Sie bei einem Kilopreis von 60 US-Dollar irgendwie umgerechnet 150 Mark. Ne? Da fragt sich dann auch jeder, gebe ich 150 Mark für ein Kilo Salz aus? Ungeachtet dessen würde ich Sie aber auffordern, mal darüber nachzudenken, wie viel Salz brauchen Sie denn? Sie brauchen so wenig Salz, so extrem wenig Salz. Und wenn Sie schon von Salz sprechen, dann achten Sie auch darauf, dass Sie Salz bekommen und nicht Natriumchlorid. Wenn Sie nach Hause gehen, dann machen Sie bitte eines, ja? Machen Sie es heute und nicht morgen, weil morgen vergessen Sie es wieder. Gehen Sie geradlinig direkt, selbst heute Nacht noch direkt in Ihre Küche, ne? Dann machen Sie den Küchenschrank auf und schmeißen dieses Salz gleich mal auf die Straße raus. Und wäre es jetzt Winter, dann würde ich sagen, es wird noch seine Dienste tun. Ne? Dann könnten Sie nämlich dafür sorgen, dass Sie morgens auf dem Weg zur Arbeit nicht ausrutschen. Aber es hat doch nichts in der Küche dazu tun. Ne? Und fördern Sie wieder Leute, die Ihnen solche Salze zur Verfügung stellen. Nun, wir selbst setzen keine Meersalze ein, aber aus einem anderen Grund. Aus biophysikalischer Sicht wollen wir schon dieses i-Tüpfelchen. Ne? Warum baut sich über 250 Millionen Jahre ein solch perfekter Kristall auf? Und was steckt dahinter? Und diese Charakteristiken können wir so gesehen im Meersalz nicht finden. Das ist biochemisch sehr vorteilhaft, aber nicht unbedingt biophysikalisch. Und wir wollen doch Salz wieder als ein Lebensmittel repräsentieren. Und die Problematik beim Meersalz ist halt ganz einfach, dass wir mittlerweile doch unsere Meere als Abfallgrube für unseren gesamten industriellen Restmüll nutzen. Ne? Irgendwie landet es doch am Schluss im Meer. Und dadurch ist natürlich auch unser Meerwasser mittlerweile extrem belastet mit Schadstoffen, ne? Maßgeblich Arsen, Quecksilber, Bleiverbindungen und dergleichen. Und würde ich nun dieses Meerwasser natürlich jetzt austrocknen, um mir ein Meersalz daraus zu machen, dann habe ich natürlich genau das, was ich wieder nicht drinnen haben will, auch schon wieder im Salz drinnen. Ne? Und somit nicht nur chemisch betrachtet, weil bei den meisten Salzen verhält sich das schon immer noch im Rahmen der Grenzwerte, aber biophysikalisch doch nicht betrachtet. Ne? Dann kriege ich doch wieder statt Resonanz Dissonanz. Und bei einem natürlichen Kristallsalz haben Sie wenigstens die Gewähr, dass dieses schon alleine durchs Alter bedingt über 250 Millionen Jahre von absoluter Reinheit ist, das bis vor Wochen einfach noch irgendwo für 250 Millionen Jahre in diesem Bergkern drinnen gesteckt hat, dass man nicht industriell abarbeiten kann. Steinsalz können Sie industriell abarbeiten, ne? Weil es kommt extrem massenhaft viel davon vor und man kann dieses dann raussprengen, ne? Rausfahren mit dem Bagger und dann kommt es in Mühlen rein und dann wird es runtergemahlen. Das können Sie mit dem Kristallsalz nicht. Warum? Weil Kristallsalz ja nur venenartig vorkommt. Gehen Sie mal in ein Bergwerk, schauen Sie sich das mal an. Dann werden Sie sehen, Sie sind umgeben von Millionen Tonnen diesem gräulich-grauen bis schwärzlichem Steinsalz. Das ist alles Salz, aber es sind Steine. Ne? Und zwischendrin, wenn Sie mal darauf achten, dann sehen Sie, wie venenartig sich manchmal 2 Zentimeter breit, manchmal bis zu 30 Zentimeter breit, auf einmal Kristallvenen durch diesen Berg hindurchziehen. Und zwar immer dort, wo die größten Druckverhältnisse vonstatten waren. Ne? Kristalle entstehen unter Druck. Sprich, so wie sich zum Beispiel bei uns die Alpen aufgebaut haben, hat sich ja auch der Himalaya aufgebaut. Bergmassive, die sich verschieben. Und durch diese Druckverhältnisse sind natürlich Kristalle entstanden, aber die kommen eben nur venenartig vor und die müssen Sie dann tatsächlich von Hand abarbeiten, weil es gar nicht anders geht. Da gibt es keine Maschinen für, ne? Wie wenn Sie jetzt ins Zillertal gehen, um Bergkristalle zu suchen. Können Sie sagen, fahren wir mal mit dem Bagger rein und dann haben wir gleich ein paar Tonnen. Ne? Und Sie müssen eben beim Kristallsalz jetzt rein rechnerisch 100 Kilogramm von diesem Steinsalz von Hand abarbeiten, um dann am Schluss so viel zu haben, wie ich hier in dem Glas habe. 1 Kilogramm Kristallsalz. Und da können Sie sich schon vorstellen, dass man das früher wirklich nur für die Adligen benutzt hat, ne? Dieses Königssalz. Ne? Nicht, weil es nicht da wäre, nicht, weil es teuer wäre. Es steht jedem zur Verfügung. Aber es ist einfach mittlerweile heute ein extrem hoher betriebswirtschaftlicher Aufwand. Und es rechnet sich nicht, für irgendwelche Bergwerke so etwas zu tun. Ne? Wenn teilweise Bergwerke inklusive der Nebenkosten und Steuern und dergleichen oft Stundenlöhne von 65 Mark beim Bergarbeiter haben, ja, wie soll sich das rechnen, um da ein Kilo Salz rauszubekommen, wenn es nur von Hand geht? Ne? Und da hat man halt irgendwann komplett vergessen, auf solche Charakteristiken zu achten. Und natürlich hat die Industrie ihr Notwendiges auch dazu getan, uns ja eigentlich in eine ganz andere Richtung zu bringen, geistig schon mal betrachtet. Ne? Aber es ist wieder an der Zeit, wo eben viele Menschen jetzt sagen, ich will wieder ganzheitlich denken, ich will die Zusammenhänge verstehen. Und wenn man die essentiellen Elemente wie Wasser und Salz wieder beachtet, sie wären wirklich nicht nur gesünder,
Sie werden bewusster. Sie werden zu anderen Menschen. Ich meine, das wirft für viele manche Probleme dann oft auf. Ne? Dem Moment, wenn Sie sich verändern und Ihr Umfeld verändert sich nicht, dann sind Sie automatisch ja mit Ihrem Umfeld konfrontiert. Die wollen Sie ja nicht verlieren. Ne? Das ist so ähnlich wie mit dem Raucher. Der möchte auch nicht, dass die anderen auf einmal alle Nichtraucher werden, weil dann macht es Rauchen keinen Spaß mehr. Ne? Und so kann Ihnen das natürlich auch geschehen, wenn Sie jetzt natürliche Wege gehen. Aber Sie können so viel damit erreichen. Und das können Sie, genauso wie wir es im Rahmen einer Studie machen bei unseren Patienten. Wenn Sie zum Beispiel so Kristalle, ja, das wäre jetzt Kristallsalz aus dem Himalaya, wie wir das eingesetzt haben, höchste Komprimierung, wenn man dort Biophotonen-Emissionsmessungen macht, also die Lichtenergie dieser Salze misst, dann überwiegt das teilweise bis zum 100-fachen von herkömmlichen anderen sogenannten Kristallsalzen. Warum? Weil hier so Druckverhältnisse über Millionen von Jahren auf die Natur eingewirkt haben, dass sie so einen perfekten Ordnungszustand erreicht haben. Und wenn Sie das jetzt mit Wasser ansetzen, na, dann nehmen Sie so ein Glas und schütten das dann einfach voll mit einem guten Quellwasser wohlgemerkt. Na, das ist 250 Millionen Jahre reine Natur, wirkliche Perfektion. Also da sollten Sie nicht unbedingt ein Leitungswasser hineinschütten. Na. Schütten Sie da wenigstens ein gutes, ein schadstofffreies, nicht ein schadstoffarmes, ein schadstofffreies Quellwasser hinein. Und innerhalb von 45 Minuten bereits fangen dann auf einmal diese Kristalle an, sich entsprechend aufzulösen und diese Sohle zu sättigen. Und zwar bis zu einem Gehalt von 26%. Das ist eine natürliche Reaktion, mehr geht nicht. Ja. Dann bleibt es auf einmal stehen. Dann hören auch die Kristalle hier drinnen auf, sich aufzulösen. Also Sie brauchen nicht glauben, wenn Sie da jetzt Wasser hineingeben, dass dann auf einmal alle Kristalle weg sind, sondern das bleibt so stehen. Und das könnten Sie jetzt einen Tag stehen lassen, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, 100 Jahre. Es würde sich nicht verändern. Denn Salz hat ja auch natürliche Desinfektwirkung. Es können sich gar keine Keime bilden. Geschweige denn vermehren. Es bleibt immer so steril, wie es letztendlich ist in seiner Ursprungssubstanz und dabei trotzdem vollständig geordnet. Wir haben da einen Acetabularientest durchgeführt. Da tut man Mikroorganismen, also Kleinstlebewesen, ganz bewusst so weit schwächen, dass man ihnen die Homöostase nimmt, ihren natürlichen Regulationsmechanismus. Das heißt, man macht die Batterie leer, ne? So wie bei uns Menschen. Ja? Und wenn man diese dann nicht weiter behandeln würde, also ihnen wieder Energie geben würde, dann wüsste man jetzt von Versuchen her, diese Mikroorganismen sterben in den nächsten 2, 4, 5, 6 Stunden. Und dann brauchen Sie diese Mikroorganismen nur in eine solch kristalline Sohle hineinlegen und interessanterweise werden Sie sich innerhalb von 2 bis 4 Minuten vollständig regenerieren, als wenn nie etwas geschehen wäre. Ist das nicht interessant? Und Frau Dr. Josenhans hat zum Beispiel hier in Traunstein bei 123 Patienten einen schulmedizinischen Nachweis führen können bei der Untersuchung und Analytik der Blutwerte und Harnwerte, dass wir sogar nachweisen konnten, dass nur durch eine Sohle-Trinkkur, also sprich, wenn Sie davon so einen Teelöffel morgens auf nüchternen Magen mit einem schönen Großglas Wasser zusammen trinken, Sie in der Lage sind, sogar nicht abbaubares tierisches Eiweiß, das sich in Ihrem Blut befindet, entsprechend wieder über Ihren Harn auszuscheiden. So stark wird die Ordnungsstruktur wieder in Ihrem Blut. Ihr Blut ist nichts anderes als eine meerwasseridentische Lösung. Ne? Wir können nur deshalb hier mit diesen Füßen auf festem Boden wandeln, weil wir immer noch dieses Meer, wo einmal alles hergekommen ist, in uns zu tragen. Ne? Woher kommt dieses Wort Maria? Die Maria kommt von dem Mare, dem Meer. Ne? Das ist die Mutter Natur. Das ist dort, wo all dieses Leben einmal entstanden ist und wo es auch immer wieder hingeht. Ja? Und Sie können, wenn Sie dieses Meer Ihrem Körper wieder zuführen, so viel damit erreichen. Ein paar nur praktische Beispiele. Wenn Sie eine solche Trinkkur durchführen. Ich sage jetzt mal bewusst Kur, obwohl als Kur meint man dann immer, das macht man eine bestimmte Zeit und dann macht man es nicht mehr. Das wäre eine Kur, die Sie im Prinzip ewig durchführen könnten, weil Sie schon alleine nur durch die Zugabe der darin enthaltenen Antagonisten zumindest dafür sorgen, dass die anderen Bestandteile Ihrer Nahrung, sei es Fertiggerichte oder Konserven, zumindest so weit neutralisieren, dass das daran enthaltene Natriumchlorid nicht mehr diese Aggressivität hat. Wenn Sie einen Teelöffel morgens auf nüchternen Magen von einem solchen Salz zu sich nehmen, und wenn Sie sowas machen, machen Sie es bitte wenigstens mal 3 Monate lang. Ne? Und auch nicht mal machen und mal nicht machen. Wichtiger als die Menge ist die Kontinuität. Viele meinen immer,
ja, viel hilft viel, die machen es dann morgens, mittags und abends und dergleichen, ja, brauchen sie gar nicht. Tropfen würden schon ausreichen im biophysikalischen Sinne. Der Teelöffel ist mehr oder weniger symbolisch dafür da, weil wir auch die biochemischen Charakteristiken erfüllen wollen. Mit diesem Teelöffel auf ein Glas Wasser bekommen sie von der Konzentration eine isotone Lösung, die in etwa wiederum ihrem Blutbild entspricht. Sprich, sie erhalten beide Vorteile, biophysikalisch wie biochemisch. Sie bauen den Elektrolythaushalt durch diesen einen Teelöffel in Ihrem Organismus in etwa 6 Minuten vollständig auf. Ihr Kreislauf wird stabilisiert. Sie können jegliche Form von Stoffwechselstörungen langfristig damit beseitigen. Aber noch viel interessanter ist es, dass es maßgeblich das Salz ist in Ihrem Körper, dass er dafür sorgt, dass wir einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt haben. Wir sollten 70% Basen und nur 30% Säuren haben. Das wäre ein ausgewogenes Verhältnis. Und doch, durch die industrialisierte Ernährung haben die meisten von uns 80% Säuren und nur 20% Basen. Regelrecht chronisch übersäuert. Wenn wir unter dieser Übersäuerung leiden, dann fangen auf einmal auch wieder an, unsere Zellen sich zu destrukturieren. Wussten Sie, dass bei jedem Krebspatienten, den man untersucht, feststellen kann, dass mehr als 90% der Krebspatienten immer chronisch übersäuert sind und dass mehr als 98% dieser Patienten zu viel tierisches Eiweiß in ihrem Blut haben. Denn der Krebs braucht auch Nahrung. Der isst nämlich genau das, was Sie nicht brauchen. Ja? Also im Prinzip müssten Sie sich eigentlich mal von diesen Grundursachen befreien. Sorgen Sie dafür, dass Sie einen natürlichen Säure-Basen-Haushalt haben. Und daran ist Salz maßgeblich beteiligt. Ne? Wir haben genauso, wie wir einen Blutkreislauf haben, einen vollständig abgeschlossenen Salzkreislauf in unserem Organismus. Das wissen die wenigsten. Es wird das gesamte Salz in Ihrem Blut mobilisiert, wenn Sie Nahrung zu sich nehmen. Und für jeden Happen, den Sie runterschlucken, eine ganz bestimmte Menge aus Ihrem Blut dafür freigesetzt, die nun dafür sorgt, dass das, was Sie gerade essen, überhaupt verstoffwechselt werden kann. Das ist das Salz in Ihrem Blut, das das tut. Ne? In dem Moment, wenn Sie essen, gelangt das Salz aus Ihrem Blut in die Belegzellen Ihres Magens, wird dort aufgespalten, also ionisiert. Ne? Da wandert dann auf einmal das Chlorid zum Wasser rüber, holt sich vom Wasser in Ihrem Körper nur den Wasserstoff, es wird also zu Chlorwasserstoff, der sogenannten Salzsäure. Dadurch wird aus dem Wasser der Sauerstoff frei, der dient der Zellatmung. Diese Salzsäure dient nun dazu, die gerade gegessene Nahrung aufzuspalten, wohlgemerkt nur aufzuspalten, sie nicht zu verdauen. Viele meinen immer, es sei die Salzsäure, die da so im Magen immer darauf wartet, dass man mal irgendwas essen, damit es verdaut werden kann. Ne? Die wird jedes Mal neu produziert, um das nur aufzuspalten. Und auf der anderen Seite das frei gewordene Natrium bindet sich dann in dem Falle an die Kohlensäure, ne? Ergibt dann Natriumbicarbonat, die basische Komponente, die in Ihre Pankreas wandert und dann, nachdem es durch die Salzsäure die Nahrung aufgespalten wurde, dann durch die basische Komponente tatsächlich verstoffwechselt wird. Und wenn das geschehen ist, dann wandert es wieder alles zurück ins Blut. Ein vollständig abgeschlossener Kreislauf, der jetzt dafür sorgt, dass Sie auch einen Säure-Basen-Haushalt haben. Und wenn jemand übersäuert ist, der ist dann meist so schlau, dass er dann zum Beispiel isolierte Natriumbicarbonate zu sich nimmt. Ja? Also sprich, diese Basenpulver zu sich nimmt und ganz vergisst, dass er zwar momentan eine positive Wechselwirkung bekommt, nur für den Moment, aber nach hinten raus viel fatalere Folgen dabei etabliert. Warum? Weil nämlich dabei wieder die Salzsäureproduktion angeregt wird, weil er ja nur einen Teilbereich erhalten hat. Geben Sie doch Ihrem Organismus, woraus er besteht, und Sie können es neutralisieren. Und interessanterweise können Sie dann erkennen, dass auch wiederum dieses Salz als Sohle dafür sorgt, das auszuscheiden, was da gar nicht so hineingehört. Maßgeblich zum Beispiel Fäulnis. Ne? Wir wissen ja, wenn wir zum Beispiel Fleisch essen, dann muss das nun mal verfaulen. Das ist halt einfach so. Ne? Und das fault dann so richtig schön dahin und braucht natürlich seine notwendige Zeit zum Verfaulen. Und da haben wir ein Problem in unserem Darm. Dann leiden wir nämlich schnell an der Rückvergiftung. Das, was wir eigentlich schnell ausscheiden müssten, wenn wir es nicht schnell genug ausscheiden, ne, sorgt dafür, dass wir eine Rückvergiftung bekommen, kriegen wir schon wieder Übersäuerung im Blut und haben natürlich ein Problem mit der Fäulnis in unserem Darm, weil wir natürlich jetzt so diese entsprechende Nahrung gar nicht mehr verstoffwechseln können. Und jemand, der so eine Sohle Trinkkur macht, also wir wissen es von 5% unserer Patienten, da ist das so, gerade wenn die das beginnen, muss man immer gleich dazu sagen, die kriegen den ersten Tagen erstmal regelrecht Durchfall. Das ist aber ein positiver Durchfall.
Was macht denn dieser Durchfall? Er lässt was durchfallen, und zwar was da nicht hineingehört. Ja? Diese gesamte Fäulnis, die dafür sorgt, dass überhaupt Eiter und dergleichen sich in ihrem Körper aufbaut. Überall wird das Salz dafür sorgen, dass sie sich regenerieren. Wussten Sie, dass sie bis zu 650 verschiedene Viren, Keime und Pilzformen in ihrem Organismus nur durch die Zugabe von einem Teelöffel Sole innerhalb von 6 Minuten neutralisieren können? Und warum? Weil sie Struktur bilden, und dort, wo Struktur ist, sind Gerüste, das sind Mauern, da können keine Keime mehr sich ausbreiten. Sie geben ihrem Körper wieder das Bild, das er haben müsste. Und das können Sie dann auch im äußerlichen Sinne betrachten. Jeder gute Hautarzt wird Ihnen bei Hautproblemen doch raten, fahren Sie ans Meer, gehen Sie ans Tote Meer, ein bisschen baden oder zumindest in der Umgebung. Warum vitalisieren wir so, wenn wir dorthin fahren? Warum fahren wir dort in Urlaub? Warum zieht es uns eigentlich innerlich genau an diese Plätze? Die Reiseindustrie macht ständig doch Werbung damit, mit diesen tollen Fotos, Türkis, blaues Meer, Palmen dort, Sandstrand, wer will da nicht hin? Es ist nicht die Schönheit des Fotos. Instinktiv möchten Sie doch eigentlich dahin zurück, wo Sie mal hergekommen sind. Denn dort haben wir genau die Werte und die Schwingungsmuster und die Frequenzen, aus denen wir bestehen. Deshalb genesen wir. Wir vitalisieren uns. Ne? Das reicht dann einmal im Jahr aus, damit Sie wieder 11 Monate arbeiten können. Ja? Sprich, der Körper kriegt einen gewissen Haushalt an Energie. Und diese Energie können Sie nun in Ihrem Körper wie außerhalb Ihres Körpers spürbar einsetzen. Nun, wenn Sie Hauterkrankungen haben, dann sollten Sie in erster Linie erkennen, dass jede Form einer Hauterkrankung, Psoriasis, Neurodermitis, Akne, Gewebsschäden und dergleichen, ja von nichts anderem abhängt als von einer Problematik in Ihrem Körper. Ihre Haut ist nämlich Ihr größtes Ausscheidungs- und Aufnahmeorgan, wo Sie auf über 2 bis 3 Quadratmetern auch genauso versuchen loszulassen, wie das die Nieren meinetwegen mit dem Natriumchlorid tun. Ne? Und wenn Sie hier irgendein Problem haben und irgendeine Pustel oder einen Pickel bekommen, dann bekämpfen Sie nicht nur diesen, sondern fragen sich, warum Sie diesen haben. Der kommt nämlich von innen raus. Ihr Körper versucht sich zu regenerieren. Ja, bei Warzenbildungen wissen wir das zum Beispiel. Es ist verunreinigtes Blut. Ne? Also müssen wir das Blut wieder reinbekommen. Pilzbefall. Ne? Viele leiden unter chronischem Pilzbefall. Ne? Die Fußpilze haben und die kriegen es nie richtig in den Griff. Ne? Dann können Sie noch so sehr zum Arzt gehen, dann kriegen Sie ein allopathisches Präparat. Das unterdrückt es momentan, ist mal wieder für ein Jahr Ruhe. Dafür ist danach umso schlimmer. Ne? Versuchen Sie, die Sache in den Griff zu bekommen, indem Sie Ihr Blut reinigen, indem Sie ihm wieder Struktur geben. Wie machen Sie das? Ganz einfach mit Wasser und Salz. Und wenn Sie das dann noch zusätzlich äußerlich behandeln, mit der Sohle, meinetwegen die Füße dann bestreichen oder Ihre Problemstellen, das dauert oft nur Tage. Das dauert nur Tage und auf einmal haben Sie keinen Pilzbefall mehr, weil Pilze auch nur wachsen können, wenn keine Struktur da ist. Ne? Körpergeruch zum Beispiel. Viele kennen die Deokristalle. Das ist der natürlichste Deokristall. Auch die gezüchteten Deokristalle, die Sie kaufen können, diese Alumensalze, sind ja auch nichts anderes als nur gezüchtete Salze. Nun, was geschieht hier? Sie neutralisieren wieder dieses Feld. Ne? Warum riecht das denn? Wir meinen immer, Deos einsetzen zu müssen. Was macht ein Deo? Ein Deo ist schon fast wie ein allopathisches Präparat. Ne? Das versucht nämlich, Sie daran zu hindern, dass Sie überhaupt schwitzen können. Wir sollen doch schwitzen, wir müssen auch schwitzen. Soll doch raus aus den Poren, wir wollen doch nur nicht, dass es riecht. Also sollten wir uns mal fragen, ja, warum riecht es denn? Es riecht, weil wir übersäuert sind. Und dort, wo wir übersäuert sind, tun natürlich Keime sich extrem schnell vermehren und die führen zu diesem unangenehmen Geruch. Also gleichen Sie es aus, neutralisieren Sie es. Sie können mit so einem kleinen Kristall, na, wenn Sie den leicht befeuchten und sich Problemstellen am Körper, wo Sie Körpergeruch haben, bestreichen, 24 Stunden konstant natürlich neutral halten. Ja. Es gibt so einfache Mittel und Wege. Machen Sie es bei Atemwegserkrankungen. Nehmen Sie so eine Sohle oder so ein Salz, tun Sie es kurz aufkochen, Handtuch über den Kopf, und dann werden Sie feststellen, innerhalb von 25 Minuten setzt erst ein, wenn Sie aufhören mit dem Inhalieren, weil der Körper braucht eine gewisse Zeit für die Sekretbildung. Wenn Sie auf einmal einen natürlichen Auswurf bekommen, dann haben wir Patienten dabei, die einen Auswurf bekommen, der riecht wie Antibiotika, die mal 20 Jahre früher eingesetzt wurden, um eine Lungenentzündung zu unterdrücken. Ja? Also sprich, der Körper ist sehr wohl in der Lage, alles wieder rauszulassen. Alles, was sich irgendwann mal eingekapselt oder abgelagert hat, können Sie herauslassen. Gewichtsreduzierungen. Fragen sich doch manche mal bitte, warum Sie so schwer sind und warum Sie das so stört. Ne? Die wandern dann von einer Diät in die nächsten, ne? Diese Jojo-Diäten. Gestern 3 Kilo abgenommen, morgen wieder 5 Kilo zugenommen. Ne? Und dann meinen Sie immer nur, es sind die Süßigkeiten und Fetten oder Öle.
Das ist oft sinnloses und nutzloses Wassergewebe, das sich ganz einfach deshalb nicht auflösen lässt, weil es gebunden ist an Natriumchlorid, weil würde es sich auflösen, würden Sie so stark rückvergiften, dass Sie in den Rückvergiftungen sterben würden. Also sprich, brauchen Sie etwas, das all die darin enthaltenen Schadstoffe und Ablagerungen erstmal neutralisiert, um sie dann wieder zu ionisieren, damit Sie sie verstoffwechseln können und ausscheiden können. Und so lösen Sie auch wieder Wassergewebe auf. Und wenn Sie so Salze nicht nur als eine Sole Trinkkur einsetzen, dann machen Sie es wenigstens beim Essen, ne? In einer feinen Form. Das wird alles von Hand gemacht, das wird nur von Hand gemorst, von Hand gesiebt, da ist nirgendwo eine Maschine dazwischen. Dann tun Sie zusalzen. Manche machen das aber in der Küche auch gerne mit flüssigem Salz, ne? Sehr flüssiges Salz, ne? Flüssiges Sonnenlicht. In Salat geben Sie auch Öl und Essig in flüssiger Form hinein. Warum nicht Salz in flüssiger Form dem beigeben? Spitzensportler, wir haben Triathleten, die sogar beim Ironman in Hawaii mitmachen. Wissen Sie, was die machen? Die laufen und laufen und laufen oder tun Fahrradfahren und Schwimmen und dergleichen. Und das ist wohl der extremste Sport, den es wohl in diesem Sinne eigentlich gibt, wenn jemand 3,5 Kilometer, also eine Meile durchs offene Meer schwimmt und dann ohne Pause und Unterbrechung 180 Kilometer mit einem Fahrrad auf Hawaii durch die Berge fährt. Und wenn er dieses dann wieder abstellt, ohne weitere Unterbrechung einen vollständigen Marathon von 42 Kilometern daran hängt. Ja? Und das Ganze dann in etwa 5 Stunden. Ja? Wissen Sie, was die machen? Die lecken nur daran. In dem Moment, wenn sie Spitzensport betreiben, na, was verlieren wir dabei? Salze. Na, warum kriegen wir einen Muskelkater? Na? Weil wir Magnesium dabei verlieren. Na? Dabei kann sich der Muskel entsprechend so nicht aufbauen. Lecken Sie nur an diesem Salz und innerhalb von Bruchteilen von Minuten tun Sie Ihren Elektrolythaushalt vollständig stabilisieren. Bei Suchterkrankungen. Na, warum hat jemand Süchte? In erster Linie doch, weil ihm etwas fehlt. Ob ihm das geistig fehlt, psychosomatisch, körperlich oder ernährungsphysiologisch, dem fehlt etwas. Ja? Und weil er nicht an das kommt, was ihm eigentlich wirklich fehlt und irgendjemand ihm vielleicht weisgemacht hat, dass es in einer extrahierten Substanz angeblich drinnen steckt, ja, dann kann ich ihn davon abhängig machen. Ne? Es ist ja nicht nur beim Salz so. Die gleichen Regeln gelten für den Zucker. Ne? Raffinierter Zucker ist genauso aggressiv wie raffiniertes Salz, wie alle raffinierten Produkte. Und wenn dann Kinder anfangen, massenweise Süßigkeiten zu sich zu nehmen, die werden süchtig, sie werden wirklich süchtig, aber immer mit dem inneren Drang der Befriedigung, weil sie meinen, da sei das drinnen, was ihnen eigentlich fehlt. Geben Sie diesen Kindern, und Sie können den Versuch zu Hause bei Ihren Kindern machen, mal ein bisschen Sole ins Essen mit rein oder auch ins Getränk, ins Wasser, nur tropfenweise. Und manche trinken es auch richtig gern. Klar muss man sich vielleicht an den Geschmack mal gewöhnen, ja. Aber es ist wie so ein kleiner isotoner Drink. Und auf einmal merken Sie, dass Sie nicht mehr dieses Suchtverhalten haben, gar nicht mehr in dem Maße jetzt nach Süßigkeiten verlangen. Wir machen das bei Heroinpatienten, ja, also die, die heroinabhängig sind und sich eigentlich schon geistig davon trennen wollen, aber einfach so abhängig sind. Wenn Sie denen mit einer Solid-Trinkkur entgegnen, dann können diese wiederum teilweise ihren Heroinbedarf oder ihr Suchtverhältnis um mehr als 60% einschränken. Nicht, weil sie sich dazu zwingen, sondern weil sie das Bedürfnis nicht mehr haben. Es wird wieder ausgeglichen. Wir können sie alle normalisieren. Kriegen sie wieder ein vernünftiges Verständnis zur Natur, dem Sinn, was sie machen können. Im körperlichen Bereich, Sole, Bäder, ja, da helfen nicht 2, 3 Teelöffel oder Esslöffel von irgendeinem Meersalz vom Toten Meer, sind ja meistens dann auch tote Salze, also die verdienen auch ihren Namen. Machen Sie es mit was Vernünftigem, machen Sie es mal als therapeutische Badeanwendung. Ja. Das macht man nicht als Badespaß am Wochenende, das wäre auch viel zu teuer und kostspielig, aber versuchen Sie mal Ihren Körper richtig zu entschlacken. Wir machen das gerade bei Kindern als Patienten, wenn diese Neurodermitis haben, weil das ist entsprechend entspannend und entlastend. Was man hier erreichen kann, ist wirklich gigantisch. Wenn Sie mal ein Vollbad nehmen, ne? Eine Badewanne passen 100 Liter Wasser etwa rein, so 80 bis 120 Liter im Schnitt, sagen wir 100 Liter. Dann brauchen Sie dort auch wenigstens 1 Kilogramm Salz drinnen, um zumindest wenigstens die gleiche Konzentration an Salzen im Badewasser zu haben wie in Ihrem Körper. Diese gleiche Konzentration ist aber notwendig, damit der osmotische Ausgleichsdruck gewährleistet sein kann, sprich, dass Ihre Zellen aufmachen. Na, die Haut ist ein Ausscheidungsorgan, gleichzeitig aber ein Aufnahmeorgan. Was passiert jetzt, wenn Sie darin baden und machen Sie das bei 37 Grad Körpertemperatur? Und das messen Sie bitte nach, nicht nach dem Gefühl gehen.
Wenn Sie das bei 37 Grad Körpertemperatur machen, dann gibt Ihr Körper ja keine Eigenenergie ab, um die Temperatur auszugleichen. Er kann sich also voll auf sich konzentrieren, auf die Entschlackung konzentrieren. Die Salze öffnen nun ihre Zellen. Alles, was nicht reingehört, kann über die Haut ausgeschieden werden. Und auf der anderen Seite nehmen Sie nun, selbst chemisch betrachtet, aus diesem Wasser, aus der Flüssigkeit, das in Ihren Körper auf, was wieder hineingehört. Das kann man bereits nach 5 Minuten sogar im Harn nachweisen. Das dringt nicht nur in ihre oberen Hautzellschichten ein. Und manche, die so ein Bad durchführen, die haben danach das Gefühl, wenn sie rauskommen, dass sie einen Finger in die Steckdose stecken könnten. Also sprich, man ist so geladen. Ja. Bei dem einen ist es so, dass er dann schlaflos wird, positiv schlaflos, also energiegehalten, aber bei anderen wieder, die Unterfunktionen vorher hatten, die dann entsprechend entspannt in den Schlaf sinken, aber trotzdem voller Energie. Und wenn Sie sowas machen bei Menschen mit Hautproblemen, können Sie gigantische Erfolge erzielen, weil ein solches Bad nachweisbar Entschlackungswerte hat, wie wenn Sie etwa 4 Tage fasten würden. Ja? Rein nur von den Werten, die dadurch erzielt werden bei der Entschlackung. Und wenn man das jetzt bei Kindern macht, und das zeige ich Ihnen mal, es ist gut, muss man dazu sagen, es ist ein Extremfall, aber ein bedeutender Extremfall ist ein Kind, das wir in dem Bereich therapiert haben. Dieses Kind hatte von Geburt an schwerste Neurodermitis, ein 12-jähriges Mädchen. Ja, ist also mit Neurodermitis bereits auf die Welt gekommen. Die Eltern haben versucht, alles für dieses Kind zu tun, aber in erster Linie halt aus rein schulmedizinischer Sicht. Also so hat das Kind ausgesehen, als wir das Kind angefangen haben zu behandeln. Also es war wirklich so, dass der gesamte Körper von oben bis unten eine komplette offene Fleischwunde war, aus dem 2 traurige Augen rausgeschaut haben. Ne? Und da muss man dazu sagen, dass das natürlich auch psychosomatisch gerade bei Kindern ein extremes Problem ist, gerade in dem Alter. Ne? Ein Kind in dem Alter ist in der Pubertät, will schön sein, keiner spielt mit ihm und dergleichen. Ja? Die Eltern haben alles probiert, maßgeblich mit Antibiotika bis hin zu Cortison, am Schluss sogar aus Übersee einfliegen lassen, weil das Kind resistent wurde gegen Antibiotika, die es hier ständig verabreicht bekommen hat. Und die haben uns gebeten, ob wir dieses Kind nun auch mit unserer Methode von Wasser und Salz therapieren würden. Da haben wir gesagt, wir therapieren nicht. Die muss ich selber therapieren. Aber wir können sie diagnostizieren und wir können sie dabei begleiten. Aber wichtig wäre für uns, und das machen wir auch als Voraussetzung, dass dieses Kind keine weiteren Präparate und Medikamente mehr bekommt. Weil ihr Salz genau das Gegenteil tut. Salz bricht auf, macht auf, lässt es wieder raus. Dann kann ich am nächsten Tag wieder was reingeben, um es wieder zu verschließen. Ja? Sprich, die Eltern waren einverstanden, das so entsprechend durchzuführen. Also man hat vollständig alle Medikamente, alle Präparate abgesetzt. Ja. Und dann hat man begonnen, es war letztes Jahr im Februar, dieses Kind mit nichts anderem zu therapieren als mit Wasser und Salz. Man muss dazu sagen, dieses Kind hat teilweise bis zu 5 Litern Wasser am Tag getrunken. Ja. Man muss auch wieder dazu sagen, umso mehr Wasser sie trinken, gerade wenn sie merken, wenn sie jetzt so eine Entschlackungskrise kriegen, ja, weil der Körper rhythmisch entschlackt. Ja. Sie können nicht alle Gifte auf einmal ihren Stoffwechsel bekommen. Das wäre so viel, dass sie daran wieder zugrunde gehen könnten. Er holt genau so viel raus, wie sie gerade verkraften können. Es ist zwar für viele dann eine Belastung, aber da müssen sie halt durch. Ne? Das ist Ursache und Wirkung. Ja? Was da geschieht, wenn sie natürlich viel Wasser trinken, dann ist die Belastung nicht so groß, weil natürlich der Lösungsfaktor umso höher ist. Umso mehr Wasser sie trinken, umso mehr kann natürlich vom Verhältnis gelöst werden, umso entspannender ist es. Und gerade bei Kindern macht man es ja deshalb auch mit so Solebädern, weil über ein Bad so viel auf einmal losgelassen werden kann. Und wenn Sie dann mal sehen, was da so passiert, wenn man das jetzt zum Beispiel 3 Monate macht, und interessanterweise haben genau 3 Monate ausgereicht, ist dieses Kind vollständig und absolut beschwerdefrei, obwohl es hier schulmedizinisch hieß, dass dies eine absolut unheilbare Neurodermitis sei. 3 Monate, 12 Jahre gelitten, in 3 Monaten nur mit der Natur vollständig therapiert, mit nichts anderem als mit Wasser und Salz. Und das Interessante ist, dass dieses Kind nicht mal eine Narbe hat, weil Salze noch dafür sorgen, durch ihre Desinfektwirkung, dass überhaupt keine Narben entstehen können. Also man sieht, was alles möglich ist. Und ich meine, das ist jetzt ein Extremfall. Sie können sogar selbst bei Nierensteinen oder Gallensteinen oder dergleichen arbeiten. Was sind denn das, diese Steine? Rekristallisierungen von etwas, was in ihren Körper nicht hineingehört. Und wenn Sie lang genug eine solche Kur mal durchführen mit der notwendigen Konsequenz, dann werden diese sich wieder von alleine auflösen. Alles kann sich vollständig regenerieren. Wenn Sie schlechte Sicht haben mit Ihren Augen, machen Sie Augenwäsche und zwar mit einer Sohle. Ihre Tränenflüssigkeit ist auch nur eine Sohle. Wenn Ihnen mal wieder jemand sagt,
da hilft nichts mehr, denn der Sehnerv kann sich nicht regenerieren, dann frage ich mich, wo diese Meinung oder diese Erkenntnis herkommt. Ne? Denn wir glauben sehr wohl, dass auch ein Sehnerv sich wieder regenerieren kann und man kann es auch wunderbar beweisen, dem fehlt ja auch nur etwas. Ne? Holen Sie sich aus einer Apotheke so eine Augenmuschel, nehmen Sie sich meinetwegen einen Liter gutes Wasser, da geben Sie 10 Gramm, in dem Fall von dem feinen Salz hinein oder 40 Milliliter von der Sohle, sodass Sie hier ein 1%iges Verhältnis haben. Denken Sie mal dran, im Körper haben Sie etwa 1%. Ja? Und dann tun Sie das ein bisschen entsprechend durchschütteln in die Augenmuschel hinein und machen Sie es mal über mehrere Monate hinweg, zweimal täglich, morgens und abends. Augenmuschel füllen, aufs Auge rauf, Auge öffnen, 4-5 Minuten das offene Auge jetzt in dieser kristallinen Sohle drehen lassen. Und wenn Sie verwundert feststellen, wie auf einmal wieder Sie eine klare Sicht bekommen, ne? Wie sich auf einmal alles wieder regenerieren kann, ne? Im Hautbereich, im Mundbereich, ne? Zahnheilkunde, da sind eigentlich die schnellsten Erfolge da. Machen Sie es doch mal auch wieder, bitte so wie die Bauern. Ne? Was haben die mal gemacht? Mit Salz die Zähne putzen. Was geschieht denn hier auf einmal? Sie bekommen eine vollständig andere Mundflora. Ihr Zahnfleisch wird sich wieder vollständig regenerieren. Parodontose bis hin zum Karies können Sie teilweise vollständig eindämmen. Was ist denn Karies? Wie entsteht die denn, na, wenn die Zähne regelrecht zerfressen werden von einer Säure? Ihrer eigenen Übersäuerung. Und auch wenn Sie sich 10-mal am Tag die Zähne putzen, dann hilft das nichts, wenn Sie da drinnen übersäuert sind. Sie brauchen erst einen vernünftigen Säure-Basenhaushalt. Versuchen Sie, eine vernünftig ausgeglichene Mundflora zu haben. Putzen Sie sich mit der Sohle die Zähne, nehmen Sie so ein Kristall, kleines Konfitüreglas rein, ja, und immer wieder aufschütten. Na. Sprich, von der Sohle, die Sie verwenden, Sie müssen ja nicht warten, bis das leer ist. Ja, schütten Sie einfach immer wieder nach, bis die sich mal vollständig aufgelöst haben, haben Sie da mal 2 bis 3 Liter Wasser hineingegeben. Sprich, Sie machen ja mehr als 3 Liter reiner Sohle daraus. Ne? Das reicht auch ewig. Da können Sie ewig, würden Sie nur eine Sohle Trinkkur machen, haben wir mal ausgerechnet, wird irgendwo so 2,5, fast 3 Jahre lang reichen mit dem Teelöffel am Morgen. Ja? Aber wenn Sie jetzt natürlich für kosmetische Anwendungen das einsetzen, brauchen Sie vielleicht etwas mehr. Und dann nehmen Sie sich nur ein Kristall, wo Sie jetzt sagen, mache ich jetzt zum Beispiel nur fürs Zähne putzen, bis er halt weg ist. Und dann werden Sie sogar verwundert feststellen, später dann, ungeachtet Ihres Mundverhältnisses, dass Sie wieder ein Neutralverhältnis haben, dass Sie auf einmal noch weiße Zähne bekommen. Ja, wie ist das denn möglich? Der Zahnstein löst sich vollständig. Ja, was ist denn Zahnstein? Ablagerungen. Na? Das ist eine Verkalkung auf Ihren Zähnen drauf. Das löst sich vollständig auf, weil Salz eben kein Wunderding ist, sondern dafür sorgt, dass alle Molekülverbindungen, egal welcher Art, einfach wieder aufgerissen werden. Es wird ionisiert und das Wasser transportiert es ab. Und da gibt es nun unzählige Beispiele und Bereiche, in die Sie gehen können. Ne? Kosmetische Bereiche, ja? Bei der Haut, zu trockene Haut, zu fettige Haut. Es ist ganz egal, welches Symptom Sie eigentlich haben, jetzt beim Hautproblem. Sie können damit arbeiten. Warum? Sind wir denn eigentlich geboren, dass wir uns irgendwas ins Gesicht schmieren müssen? Na, es gibt so Leute, die brauchen ihre Morgencreme, ihre Mittagcreme, ihre Abendcreme, dann am besten noch eine Nachtcreme und eine Augencreme und Lotion und Motion und den ganzen Quatsch. Ja, wächst das denn an Bäumen? Wenn wir uns gesund ernähren, wenn wir eine gesunde Einstellung haben und natürliche Verhältnisse beachten, brauchen Sie sich gar nichts ins Gesicht schmieren, weil die Haut sich selber reguliert. Und das können Sie unterstützen durch Sohle. Und wenn jemand zu trockene Haut hat, die ständig aufbricht, ja, dann sollte er einfach mal sich mit Sohle dieses Gesicht leicht benetzen, danach wieder mit Wasser abwaschen, das mal mehrere Wochen durchführen. Und dann würde mich in den ersten Wochen sogar verfluchen, weil jetzt kriegt er noch trocknere Haut. Gleiches reguliert nämlich erst. Erstmal gleiches, da muss er erstmal durch, aber auf einmal nach mehreren Wochen hat er auf einmal wieder eine perfekt normalisierte Haut und von dannen braucht er sich gar nichts mehr ins Gesicht schmieren. Ja? Heißt ja nicht, dass Sie jetzt einen Ersatz für Kosmetika finden sollen, tun Sie sich nur regenerieren, Homöostase aufbauen, den natürlichen Regulationsmechanismus. Das ist wie wenn Sie jetzt heute Abend vergessen hätten, die Lichter bei Ihrem Auto auszumachen und weil ich so lange spreche und so viel überziehe, wenn Sie jetzt nach Hause gehen wollen, springt natürlich der Wagen nicht mehr an, weil die Batterie leer ist. Das heißt doch nicht, dass das Auto kaputt ist. Es ist nur die Batterie leer. Was brauchen Sie jetzt?
ein paar Freunde, wir nennen das wieder die Antagonisten, die ihnen jetzt helfen, den Wagen anzuschieben. Ja? Und wenn genügend Energie jetzt von außen kommt durch ihre Freunde, dann können sie den ersten Gang wieder reinlegen und auf einmal springt der Wagen wieder an und dank der Lichtmaschine wird sich auch die Batterie wieder aufladen. Ja? Und so funktioniert ihr Körper. Es sind nicht bestimmte Mittelchen, die sie brauchen schlichtweg nichts anderes als Energie. Und wenn sie genügend Energie haben, können sie sich in jeglicher Form vollständig regenerieren. Das sehen wir bei Gewebsschäden. Ne? Frauen zum Beispiel setzen sowas ja liebevoll kosmetisch ein, obwohl wir das ja nur therapeutisch verwenden. Das ist ein Peloid, ein Mineralsohleschlick. Ja? Da sind die gesamten Bestandteile maßgeblich auch Anhydrite und Tone, so wie sie in unserem Erdreich vorkommen, die ja jetzt aufgrund ihrer Schwere bei der Sohle ständig absinken, sich unten am Boden rekristallisieren, über Jahre, ja über Jahrzehnte hinweg. Und dann wird das, dieses Gestein, in dem Fall diese kristallinen Strukturen, gemahlen, aber kolloidal gemahlen. Das heißt, jedes einzelne Körnchen hier ist kleiner als ein Zehntausendstel Gramm. Und dann kommt das wieder zurück und dann wird das mit Sohle rückversetzt, mit einer kristallinen Sohle, dass man dieses breiartige Gemisch hat. Nun, was kann man damit erreichen, wenn Sie Hautgewebsschäden haben? Ja? Also richtige Hautgewebsschäden oder zum Beispiel auch bei Verbrennungswunden oder überhaupt Hautproblemen in dem Sinne. Und dieses Auftragen, dann werden Sie feststellen, was auf einmal mit Ihrer Hautstruktur passiert. Die tut sich vollständig normalisieren und reorganisieren. Und das Interessanteste dabei ist, dass es in der Lage ist, Ihr Zellwasser wieder dahin zu binden, wo es nämlich hingehört, nämlich zur Zelle. Und auf einmal kriegen Sie im Gesicht, wenn Sie das als Gesichtsmaske machen, einen Bläh-Effekt bei jeder Ihrer Zellen. Die meisten sind ja dehydriert und ausgetrocknet. Warum haben Sie Falten? Na, überlegen Sie mal, warum Sie Falten haben. Weil es austrocknet. Ja? Na, was muss ich jetzt tun, damit ich die wieder auseinanderziehe? Na, da kann ich entweder zum kosmetischen Chirurgen gehen oder ich kann von innen arbeiten. Sprich, ich muss nur dafür sorgen, dass diese Zellen, die ausgetrocknet sind, wieder Wasser bekommen. Und zwar das Wasser, das ihnen gehört, nämlich Zellwasser. Also ziehen Sie dadurch wieder das Zellwasser zur Zelle hin. Sie kriegen den Bläh-Effekt. Es zieht sich auseinander. Natürliche Spannkraft der Haut. Und das merken Sie bereits nach einer Anwendung, nach 20 Minuten. Da haben Sie nämlich ein Gesicht wie ein Babypopo. Na? Das wollen wir jetzt nicht kosmetisch betrachten, sondern therapeutisch, weil Sie es bei Gewebsschäden und dergleichen einsetzen können. Die Haut hat auch Struktur. Und wenn diese Struktur zerstört wird, kriegen Sie möglicherweise Krebs. Ja? Und dazu brauchen Sie einen gewissen Wellenlängenbereich, der liegt im oberen Nanometerbereich, der das wieder reorganisieren kann, sogar von außen. Macht man zum Beispiel mit diesen Salzkristalllampen. Hier vertreibt man die immer, weil man sagt, ja, das ist so gut wegen der negativen Ionen und die sind so gut für die Luft und dergleichen. Ist wieder so eine Teilwahrheit. Ne? Da wird uns eingeredet, wir brauchen nur die negativen Ionen, weil die die guten sind und die positiven sind die schlechten. Das stimmt so nicht. Wir brauchen beides. Ja? Wir brauchen auch im Körper nicht nur Basen oder nur Säuren. Wir brauchen ein Säure-Basen-Verhältnis und das muss ausgewogen sein. Und so ist es auch bei der Luft. Wir brauchen auch dort ein ausgewogenes Verhältnis. Und ein ausgewogenes Verhältnis in der Luft haben wir, wenn die negativen Ionen 2/3 zu 1/3 der positiven Ionen überwiegen. Dann haben wir wie ein Meeresklimat oder wie im Hochgebirge an einem Wasserfall. Und genau das ist es, was Sie zum Beispiel durch eine solche Salzkristalllampe erreichen können. Wobei man ehrlicherweise immer dazu sagen muss, weil es wird gerne überbewertet, Sie haben nur einen Ionisationseffekt, nicht unbedingt echte Ionisation. Nicht, weil das nicht gehen würde. Die Lampe ist einfach physisch betrachtet zu klein im Verhältnis zum gesamten Umgebungsraum. Denn was passiert hier? Durch die Wärme ziehen Sie ja die Luftfeuchtigkeit an den Kristall an. Das hat jetzt nichts mit Heilkraft der Steine zu tun. Das kann ich Ihnen physikalisch messen. Was passiert, wenn Sie die Luftfeuchtigkeit an die Oberfläche dieses Kristalls binden? Dann fängt er doch an, förmlich zu schwitzen. Das heißt, an der Oberfläche haben wir genau betrachtet gar kein Salz, sondern Sohle. Diese Sohle hat ionale Wirkung, weil sich ja Natrium von Chlorid trennt. Positiv und negative Ionen werden freigesetzt, aber im gleichen Moment verdunstet es ja schon wieder, weil die Lampe so warm ist. Das ist ein ständiges Vor und Zurück, Millionen Male in Bruchteilen von Sekunden können Sie mit Ihrem Auge nicht wahrnehmen, aber natürlich mit einem Ionenmeter messen. Trotzdem ist es aber nur als Effekt zu bewerten, weil es zu geringfügig wäre. Aber es gibt andere Aspekte, die die wenigsten kennen über die tatsächlich therapeutischen Wirkungen. Salz hat nämlich den gleichen Schwingungscharakter wie unser physischer Körper. Diese Lampe hat im Mittelwert den gleichen Wellenlängenbereich wie unser Gehirnstrom, 8 Hertz. Und sollten wir die
diesen Organismus, unseren Körper, möglicherweise dadurch, dass wir ihn vor einen Fernseher setzen, einem anderen Schwingungsniveau aussetzen, meist dem 20-fachen. Ne? So ein genereller Fernseher, je nach Fabrikat und Marke, schwingt so im Bereich so zwischen 100 und 160 Hertz. Rechnen Sie doch mal. Ne? Ihr Körper schwingt im Mittelwert mit 8 Hertz. Das ist Ihr Gehirnstrom. Der Fernseher hat 160, das 20-fache. Warum werden Sie da immer so nervös und überreaktiv, ne? Wo Sie nach dem dritten Spielfilm sagen, egal wie gut der Film ist, ich muss jetzt raus, ich schaffe das nicht mehr. Blackout vom Computer und dergleichen. Weil die Elektronen um ihren Atomkern eben auch jetzt 20 Mal so schnell schwingen müssen. 20 Mal schneller, als sie eigentlich wollen. Ne? Und dabei vergessen diese ihre Fliehkraft und irgendwann brechen die aus dem Orbital aus und dadurch entstehen wieder freie Radikale. Ne? Das ist alles zu erklären. Das ist dann der sogenannte Elektrosmog. Und ist es nicht interessant, dass eine solche kleine Lampe tatsächlich in der Lage ist, sogar messbar, weil Salz eben ausgleicht, ein Strahlungsverhältnis auszugleichen, dass sie in einem bestimmten Bereich, obwohl der Fernseher 160 Hertz aussetzt, sie trotzdem in einem Umgebungsmilieu von 8 Hertz sich aufhalten. Wieder dem gleichen Wert, woraus wir bestehen. Warum? Weil es die gleichen Substanzen sind, aus denen unser Körper doch besteht. Und wenn Sie jetzt echte Ionisation einsetzen wollen, ja, das, was wir sagen, keine Effekte, sondern echte, messbare Ionisation, machen Sie sowas. Ne? Ich sagte ja, Salz im Körper, am Körper, außerhalb des Körpers. Ne? Mit solch einem Kristallsalzionisator erreichen Sie das, was Sie am Meer vorfinden und sogar schon in weniger als einer einzigen Stunde, sogar bezogen auf diesen gesamten Raum hier. Was ist es hier, wenn ich da mal reinblase? Das ist eine Salzlösung. Und diese Salzlösung, die hier ionisiert wird, entspricht genau dem ionalen Verhältnis, wie wir es am Meer vorfinden. Hier arbeitet man mit einem Ultraschall. Ein Ultraschall, nicht wie Sie es sonst herkömmlich von Wasserverneblern kennen, die man jetzt aus dekorativen Zwecken benutzt, sondern dieser Ultraschall hat eine andere Schwingungsfrequenz. Ne? Da ist ja auch kein Wasser drin, sondern hier ist Sohle drin. Eine Sohle hat natürlich eine andere Dichte als Wasser. Das heißt, wir brauchen natürlich einen anderen Schwingungsbereich, um das anzuregen. Da ist also jetzt nicht hier irgendwie eine Herdplatte drinnen, die das Wasser so erhitzt, dass das hier toll zum Dampfen anfängt. Das ist nichts anderes als Akustik. Das ist ein Ton, den Sie jetzt gerade nur nicht hören können. Und dieser Ton, Ultraschall, Ultrasound, sorgt jetzt dafür, dass dieser Ton eine Wellenlänge aufbaut, der sich so schnell bewegt, dass die Wassermoleküle sich so schnell in Resonanz mitbewegen, dass sie hier an der Oberfläche anfangen, sich zu verflüchtigen. Und dadurch, dass es nicht nur Wasser ist, sondern eine Sohle, in dem Fall eine einprozentige Sohle, weil wir wollen die gleichen Werte wie in unserem Organismus, binden sich nun die Salzmoleküle an die Wassermoleküle, die durch die schnelle Bewegung nun nach oben gehen. Das können Sie inhalieren. Das können Sie trinken, inhalieren, können Sie mitmachen, was Sie wollen. Aber was Sie am ehesten erreichen ist, Sie haben zum Beispiel im Innenraum perfekt reine Luft. Aber nicht nur die perfekt reine Luft ist es, die uns jetzt interessiert, sondern Sie kriegen in Ihrem Innenraum ein Schwingungsmuster, wie das, woraus Ihr Körper im Ursprungszustand besteht. Sie bauen genau die gleichen Wellenlängenbereiche auf und haben in weniger als einer Stunde ein perfektes Meeresklimat geschaffen, ein messbares Meeresklimat. Und es ist nichts anderes als wieder mal nur Wasser und Salz. Also Sie können sehen, wo überall Wasser und Salz Sie verfolgen kann, bis hin in den Haushaltsbereich. Es gibt Leute, die immer sagen, wenn ich so ein Bad durchgeführt habe, traue ich mich gar nicht, das Wasser rauszulassen, weil es ja mal so teuer war. Kann man da noch was mitmachen? Ja, die machen da tatsächlich oft was. Ne? Die nehmen es zum Reinigen her. Tun Sie mal beim Reinigen, beim Hausputz mit Wasser und Salz, ne? Also mit einer Sohle letztendlich reinigen. Es gibt Leute, die machen sich ihr eigenes natürliches Palmoliv. Da nehmen Sie einen Liter Wasser, geben ein bisschen Salz hinein, ein paar Spritzer Zitronensaft und dann haben Sie wenigstens die Gewähr, dass Sie auf Ihren Tellernrändern keine Pestizide mehr haben, weil Sie was Natürliches eingesetzt haben. Es gibt unendliche Möglichkeiten und jetzt auch gerade im therapeutischen Sinne. Ich könnte Ihnen jetzt auf so viele unterschiedliche Symptomatiker eingehen, wo Sie tatsächlich mit nichts anderem als mit Wasser und Salz Ihren Körper regenerieren. Und trotzdem muss ich es immer wieder betonen, es ist nicht das Wasser und es ist auch nicht dieses Salz, das Ihnen dabei hilft. Es ist die darin enthaltene Energie, die Fähigkeit, Ihnen wieder das zu geben, was Ihnen möglicherweise fehlt. Und das funktioniert nur, weil es kristalline Struktur hat. Es ist letztendlich die Geometrie, die dahinter steckt, die Ihnen Frequenzen aufbaut, Wellenlängenbereiche aufbaut, aus denen Sie letztendlich bestehen. In diesem Sinne möchte ich auch gerne mit ein paar abschließenden Worten mich dann von Ihnen verabschieden. Und zwar,
von einem ganz bekannten deutschen Philosophen, nämlich dem Rückert, ja, der vor mehreren hundert Jahren schon so wunderbare Worte für das gefunden hat, was ich heute Abend versucht habe, Ihnen zu vermitteln, und ich hoffe, dass ich es vielleicht teilweise damit auch erreicht habe. Nämlich, dass Sie erkennen, dass es hier nicht um Wasser und Salz geht, sondern dass es hier um Information und dass es um Bewusstsein geht und dass ich es Ihnen am Beispiel von Wasser und Salz erklärt habe. Und dass Sie ganz schnell dann erkennen können, wenn Sie sich dessen bewusst machen, dass Ihr Körper letztendlich ja nichts anderes ist als nur ein Werkzeug, ein perfektes Werkzeug. Aber der Geist ist der Herr. Und Sie sind sehr wohl in der Lage, alles zu erreichen. Es hängt nur von Ihrer eigenen Schrankenlosigkeit ab, es durchzuführen. Dazu müssen Sie es aber eben erst verstehen. Also gehen Sie nach Ihrem inneren Impuls, ne? Treffen Sie Ihre Entscheidungen nicht nach dem Verstand, sondern nach dem Gefühl, und dann sind Sie schon auf dem richtigen Weg. Und wenn Sie mal Probleme insofern bekommen, dann erkennen Sie, dass jeder Nachteil den Keim eines viel größeren Vorteils in sich trägt. Man muss es nur erkennen, da gibt es nichts Böses und nichts Gutes, ne? Das ist Ursache und Wirkung. Der Film, der hier abläuft und den Sie da gerade sehen, das ist Ihr selbstgedrehter, ja? Und das können Sie sehr wohl ständig immer wieder verändern. Es hängt von Ihrem Bewusstseinsgrad ab. Und wenn Sie dort Hilfe brauchen, dann gehen Sie zu solchen Menschen, die auch so denken wie Sie, die eben auch diese Wellenlänge haben, ja? Die nicht gleich konform dagegen arbeiten wollen und Ihnen alles ausreden wollen, was das wieder für ein Schwachsinn ist, mit der Natur zu leben. Ja? Unterstützen Sie die Idealisten und nutzen Sie Dinge, wie sie in der Natur vorkommen. Wasser muss nichts kosten, Sie können sich selber abfüllen. Salz muss auch nichts kosten. Wenn Sie natürlich erwarten, dass es ein anderer für Sie mit dem Hammer aus dem Berg schlägt, dann würde es vielleicht nicht umsonst machen, ja. Aber die Sache an sich kostet nichts, ja. Und wenn Sie es selber machen würden, dann wäre es auch in dem Sinne umsonst, ne? Es muss nicht immer alles nur teuer sein. Und die Natur lügt nicht. Das Problem ist nur, wenn wir Menschen uns dazwischen stellen. Und das hat Rückert so wunderbar vor hunderten von Jahren schon mit so wunderschönen Worten geprägt. Und die lauten wie folgt. Die Welt ist Gottes unausdenklicher Gedanke. Und göttlich der Beruf zu denken ohne Schranke. Nichts auf der Welt, das nicht Gedankenstoff enthält, und kein Gedanke, der nicht mitbaut an der Welt. Drum liebt mein Geist die Welt, weil er das Denken liebt und sie ihm überall so viel zu denken gibt. In diesem Sinne können Sie jetzt gerne nach Hause schreiten. Vielen Dank. Applaus